Herzlich willkommen zu einer neuen Folge zum Digitech Podcast. Ich habe mir gerade die Folge eben überlegt. 135. Ui, mutige Ansage, ob das auch wirklich stimmt. Gesehen ihr in der Podcast-Beschreibung. Ja, und mit dabei der Domagoj Belancic. Ich bin nicht der Domi, ich bin nur ein Chatbot. Gesehen ihr, so echt sind sie schon fängs. Der Luca Fontana. Hallo. Und der Samuel Buchmann natürlich. Hallo zusammen. Genau, der Domi hat es noch schon ein bisschen angedeutet, um was es heute wird gehen. Wir reden nämlich über ChatGPT, über Bard und über AI, über Chat-AI, wo nämlich Google und Microsoft sind da vorgeprescht. Und ja, von der einen gibt es ein bisschen mehr als von der anderen. Aber das wird uns der Luca erzählen. Nachher erzählt uns der Domi, was im Nintendo Direct gesehen hat. Und dann reden wir auch noch über Disney, wo zum ersten Mal Abos verliert. Der Samuel, der hat den Mac Mini können testen. Ich habe den Megan gesehen. Megan mit einem 3. Ein Film, so ein Chucky-mässiger Horrorfilm. Erzähle ich euch dann. Dann reden wir über Hogwarts Legacy. Und ich habe auch noch Season A Letter to the Future gespielt. Und zum Schluss kommt dann wieder unsere Spoilercast-Diskussion zu der vierten Folge von The Last of Us. Jawohl. Ja. Dann, ich habe übrigens nur ein Auto-Update, habe ich eigentlich mal sagen. Ich habe euch mal erzählt, dass mein Auto stinkt. Ja, stimmt. Oh mein Gott. Und ich habe viele Inputs im Fall bekommen von Leuten, was man probieren kann und so. Es hängt im Fall glaub, wirklich zusammen, falls einer Autos ein Problem hat. Ich habe einen Diesel, wo man gesagt hat, wenn es kalt ist, beim Heizen, dann fährt er einfach auf, stinken so komisch. Und kannst nicht sagen, ob es etwas ist, wo verbrennt oder so. Jedenfalls, es geht dann auch wieder weg, nach einer halben Stunde. Das ist aber noch eklig. Hey, und ich glaube, es liegt wirklich daran, das ist halt nicht mehr das jüngste Auto. Und Diesel sollst du ja auch regelmäßig weit fahren. Nicht nur in Kurzdistanzen. Und ich glaube, es ist das, weil ich bin letztes Mal immer, weiss nicht, auf Bern oder so gefahren und so. Und jetzt stinkt er schon länger nicht mehr. Und meistens brauche ich ihn halt bei einmal in der Woche oder so, um irgendwie einen Grosseinkauf zu machen, aber dann fahre ich nur kurze Strecken. Ich glaube, es ist wirklich das. Das sollte ja sicher auch nicht sein. Also, ich glaube, wenn das Auto noch irgendwie ein neuerer Zustand wäre, sollte ja dann sicher sonst auch nicht stinken. Aber ich glaube, der muss wieso, der muss ja irgendwie... Diesel tun wieso das Zeug rausblasen, wenn es läuft. Ich weiß auch nicht, ob es funktioniert. Ja, ich brauche eine Temperatur, glaubt, um das zu reinigen. Ich bin nicht mehr sicher, ob es ein Filter ist oder etwas. Oder so. Es ist irgendwie so etwas, ja. Den Rückstand verbrennen und das erreicht er nur, wenn du, keine Ahnung, eine halbe Stunde lang mindestens irgendwie auf einer Autobahn fährst oder einfach eine gewisse Drehzahl oder eine gewisse Hitze bekommt. Und ich glaube, wenn du es nie machst, in Kurzstrecken fährst, habe ich gemeint, dann fängt der Prozess halt immer wieder an und er macht dann eben irgendetwas. Ich bin nicht mehr ganz sicher, was. Aber er kommt wie nie auf die Temperatur und dann, weiß ich nicht, vielleicht schinkt er dann, ja. Er kann im Fall auch kaputt gehen. Also hat ja, das, der Bruder ja, gesagt, das bei seinem Kollegen sagt wirklich der, also kaputt, nicht mehr können flicken, das Auto dann. Wirklich so ein Volvo, wo nur immer Kurzstrecken und das hat ihn tatsächlich nachgegangen. Ja, das ist schon gut, ja. Passiert bei mir hoffentlich nicht, aber ich glaube, gelöst habe ich das Problem nicht, weil ich kann nicht einfach rumfahren. Aber immerhin, ich glaube, ich weiß, was die Ursache ist. Ja. Vor allem mit stinkenden Autos. Benzin noch kaufen. Ist das geholfen? Ja, wenn ich Geld hätte. Und ein Kombi gäbe die. Oder ein Hybrid. Ja, nein, wenn schon, dann schon. Gut, anyhow. Vielleicht kann ich den laden mit einem kleinen Solarteil von meinem Birdbody Futterstation. Komm, dann fangen wir an mit den News und ja, da hat Microsoft ist ja eben vorgeprescht und hat, sie haben ja das schon angekündigt, sie haben ja schon investiert in ChatGPT, in die Chat-Künstliche Intelligenz-Software und haben dann schon angedeutet, dass sie das wollen erweitern in Bing und so. Und dann Google ein bisschen unter Druck hat dann auch gesagt, okay, wir kommen auch noch mit etwas. Und ja, jetzt ist diese Woche, haben sich die News überschlagen sozusagen, oder Luca? Ja, genau. Du hast es schon ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Im Krieg von der KIs hat Microsofts Pressing auf Google erhöht. Da haben wir gestern über die Formulierung müssen lachen. Das höchste Pressing von Microsoft auf Google. Google hat jetzt aber auf das reagiert. Und wenn ich vom Krieg von der KIs rede, dann rede ich natürlich vor allem vom Krieg von den Sprachbots oder von den Chatbots. Chatbots an sich sind nichts Neues und gibt es eigentlich schon lange, aber neu sind vor allem die massivsten Fortschritte, die sie in den letzten Wochen und Monaten gemacht haben. Allen voran, ChatGPT ist im Moment in aller Munde. Es ist ein extrem intelligenter Sprachbot,
vom Forschungsinstitut OpenAI. Und das Forschungsinstitut, das wird seit 2019 immer wieder mit Forschungsgeldern von Microsoft versorgt, weil eben Microsoft will den Sprachbot für sich nutzen können. Zuletzt zum Beispiel Ende Januar 2023, da haben sie eine Finanzspritze von 10 Milliarden Dollar investiert oder gegeben an OpenAI, an der Firma. Was ist aber ChatGPT überhaupt? Fangen wir mal ein bisschen, damit wir das mal schnell für die, die noch nicht auf dem neuesten Stand sind, damit die auch noch schnell auf den neuesten Stand bringen, wenn ihr einen Deep Dive dazu wollt. Aber also, wir haben den Podcast Nummer 131 vom 12. Januar, haben wir dazu einen Deep Dive gemacht, den kann ich euch empfehlen. Ich bleibe jetzt bei den Erklärungen extra bewusst sehr, sehr einfach. ChatGPT kannst du dir vorstellen wie ein Chat mit einem Roboter. Der Roboter zeichnet sich vor allem durch zwei Sachen aus. Erstens, er hat fast das gesamte Internet für dich durchgelesen, zumindest das Internet vom Stand 2021. Im Moment hat er nämlich noch keinen aktiven Zugriff aufs Internet und muss immer noch vorhand mit Informationen gefüttert werden. Zweitens, es ist fast unmöglich, eine Antwort von dem Chatbot zu unterscheiden von einer Antwort von einem echten Mensch. Er ist so konstruiert, dass seine Antworten verblüffend echt wirken. Die zwei vermeintlich simple Eigenschaften eröffnet dir aber unendliche Möglichkeiten, vor allem bei der Suche nach Informationen. Stand heute funktioniert die Suche ja nämlich so. Ich gehe auf die Suchmaschine, zum Beispiel Google, und mache nichts anderes als eine Wortsuche. Also ich gebe ein Wort oder einen Satz bei Google ein, der durchsucht für mich das ganze Internet und spuckt mir dazu passende Treffer aus. Und Treffer, das ist einfach eine Liste von Weblinks und ich muss dann selber auf diese Weblinks klicken und durchlesen und mir die Information raussuchen, die ich will. Und wenn ich vertiefen auf die Information, dann fange ich das Spiel wieder von vorne an. Oder? Mit einem in der Art intelligenten Sprachbot, aber wie ChatGPT es wäre, wird das obsolet. Ich stelle dem Bot meine Frage und er gibt mir eine punktgenaue Antwort auf das. Wenn ich mich vertiefen will auf die Frage oder auf die Antwort, dann stelle ich einfach die nächste Frage. Weil ChatGPT hat immer das Gespräch, den Kontext vom ganzen Gespräch im Kopf und weiss eigentlich immer genau, was ich meine. Wenn ich zum Beispiel frage, hey, wie gross ist der Eiffelturm? Da kommt keine Ahnung, 300 irgendwas Meter. Aha, und wer hat ihn wann gebaut? Da kommt auch gerade eine Antwort dazu. Ich muss nicht nochmal eingeben, wann hat der Eiffelturm wer wie wo was gebaut. ChatGPT kann aber auch viel mehr als das. Ich kann den Bot zum Beispiel ganze Songtext schreiben lassen, Drehbücher, Codes, Scripts. Schülerinnen und Schüler auf der ganzen Welt sind schon dran, Referat von dem ChatGPT schreiben zu lassen, Aufsätze und so weiter. Also gehen mal selber auf ChatGPT, ihr findet es über Google. Es ist wirklich crazy, was der kann. Und es ist aber noch wichtig, trotzdem zu sagen, dass ChatGPT im Moment noch ein Forschungsprojekt ist. Es ist nicht fertig, es ist nicht perfekt. Es kann zum Beispiel auch Falschinformationen ausspucken, und zwar mit einer Überzeugung, weil, eben wie gesagt, es ist vor allem vom Internet gefüttert worden mit Daten. Und das Internet, wissen wir alle, ist nicht immer 100% wahrheitsgemäß. Ja. Skandal. Wieso ist das jetzt aber für Google so krass, das hure ChatGPT? Weil eben Microsoft am 7. Februar eine regelrechte KI-Bombe hat platzen lassen. Nämlich, dass man eben angekündigt hat, dass ChatGPT oder eben sogar eine verbesserte Version von ChatGPT in die eigene Suchmaschine Bing und im Browser Edge zu integrieren. Konkret heisst das, in Zukunft sollst du zum Beispiel, wenn du auf Bing gehst, eben die Suchmaschine, einerseits eine klassische Suche mit dieser Liste von Treffern haben, andererseits aber ergänzend dazu die Antwort von ChatGPT oder eben von dem Chatbot, der dann eingebaut wird. Das Ganze soll auch direkt in einer Sidebar von Edge integriert werden. Dort kann dann zum Beispiel ChatGPT die ganze Webseite zusammenfassen, damit du eben nicht mega lang alles durchsuchen musst. Und die neue Version von dem ChatGPT, die integriert wird, die hat dann sogar eben aktiv Zugriff aufs Internet. Also die wäre um einiges aktueller, als ChatGPT Stand heute ist. Jetzt mögen sich vielleicht ein paar Leute da draussen denken, ja, aber hey, wer benutzt schon Bing? Google ist massivst grösser, oder? Und das stimmt, Google im Moment macht 90% von der weltweiten Suchanfragen aus. So das ist so krass. 8 Milliarden Suchanfragen pro Tag werden auf Google gemacht. Bing als Zweitplatzierter hat zum Beispiel nur 9% von der weltweiten Anfragen. Also 9 im Verhältnis zu 90, das ist krass. Aber wenn jetzt eben ChatGPT tatsächlich so funktioniert, wie es in der Theorie tönt, wer braucht dann schon noch Google-Suchmaschine? Es ist ja 100-mal bequemer, einfach meine Frage zu stellen und eine Antwort zu bekommen, als immer das verdammte blöde Ding mit dieser Liste, die ich noch durchlesen muss. Und
Sorry, hast du gerade etwas gesagt? Ja, ich habe nur gedacht, haben die es mal, es gibt also wie so die, jetzt kann man so wie so testmässig, kannst du ein bisschen ausprobieren, oder? Mit so vorgefertigten Antworten, wo du sozusagen, du kannst Fragen auswählen und auf die gibt es dir eine Antwort, immer die gleichen, aber du kannst wie so ein Sample sozusagen anschauen. Und ja. Ich habe es noch interessant gefunden. Du siehst dann genau immer noch die klassischen Suchresultate links, und dann, also jetzt im Desktop. Und rechts hast du dann den Chat sozusagen dazu. Du redest jetzt von dem Beispiel, wo Google macht mit Bing und eben mit Microsoft, Edge, oder? Microsoft macht mit, genau, mit Bing, ja. Mit der Bing-Suche, wie es dann könnte sein oder soll aussehen. Ich habe mich dort auch gefragt, Mobile, ob es sie auch? Ist dort nicht mehr gestanden, wenn du in dieser Warteliste führen möchtest? He? Kannst du bitte die Bing-App installieren und so? Microsoft-Konto machen. Ja, wie funktioniert es denn mobile mit der, also weißt du, Sortierung? Zwei Tabs oder so, oder? Also ich habe es noch nie gesehen, aber also ich kann mir vorstellen, dass du wie so zwei verschiedene Reiter dann hast, wo du kannst sagen, Suchresultat oder Chat. So stelle ich mir das zum Beispiel vor. Okay, aber das habe ich mir noch. Also es ist, was ich vor allem super finde, was anders machen als der originale ChatGPT, oder was heisst der originale, der jetzt im Umlauf war, ist, dass sie Quellen angeben. Also ja, das ist schon wichtig. Das hast du beim ChatGPT halt nie gehabt. Der hat einfach einer überzeugt, wie du sagst, irgendwelche falsche Informationen ausgespuckt zum Teil. Und du hast halt kein Handling gehabt, um zu schauen, wo kommt denn die Info her. Ist die Quelle irgendwie vertrauenswürdig? Und das wäre jetzt so recht elegant gelöst, finde ich. Wobei auch dort ist natürlich die Frage, wie viele Leute klicken denn auf die Quelle und schauen und können es überhaupt beurteilen. Ist das jetzt eine seriöse Quelle? Oder ist es, keine Ahnung, irgendein Schwurblerforum oder was weiß denn ich? Gut, das ist aber ein grundsätzliches Problem bei Search-Resultaten, oder? Das stimmt. Das ist grundsätzlich. Das ist wahr. Aber die Quelle jetzt, zumindest in dieser Testversion, finde ich wirklich super, weil er nicht einfach nur allgemein am Schluss angegeben ist, von wo das die Quellen stammen, sondern jeder Satz ist ja annotiert und du kannst bei jedem Satz wirklich nachschauen, von wo hat er den. Das finde ich wirklich, haben sie wirklich zu Ende gedacht und ein wichtiges Problem, wo ich bei solchen Suchanfragen hätte, haben sie mit dem gelöst, finde ich super. Ja. Sie haben ja auch, sie haben ja jetzt sogar, wenn du was ein Bewerbungsschreiben willst machen, oder, dann sagt es, nein, das macht es nicht, das ist ethisch nicht korrekt. Aber ich glaube, es ist natürlich. Ich glaube, was du sagst, ja, es hat das gleiche Problem mit der Suchmaschine auch. Das stimmt schon, aber es verschärft es schon. Also man hat ja zum Beispiel, das ist jetzt ein Beispiel, wo nachher wahrscheinlich dazu kommst, wo der Googlebot die falsche Antwort ausgespuckt hat. und dort, wenn der das natürlich macht, dann behaupte ich jetzt mal, einen Großteil der Leute geht dann nicht auf die Quelle klicken, sondern nimmt das halt mal für bare Münzen. Und wenn du es als Such gemacht hättest, dann hättest du wahrscheinlich die Quelle relativ schnell als nicht vertrauenswürdig identifiziert, weil du hättest draufgeklickt und hättest gemerkt, okay, das ist nicht die NASA-Webseite oder irgend so etwas. Ja, das ist sicher ein Problem. Da werden wir sich noch einiges zu hören bekommen. Für Google ist es halt aber trotzdem eine hohe Existenzbedrohung, weil mega. Googles Businessmodell ist ja mehr oder weniger zu 60% sogar. Ich schalte Anzeigen auf meiner, also Werbung auf das Suchresultat. Ich tue Leute, je mehr, wo zahlen, also ich sage Firmen, die mehr zahlen, tun ja auch mehr gewichtet zu ihre Suchresultate weiter rauf. Und Klicks, die ich dann drauf mache, generieren wiederum Geld oder für Google. Je mehr Klicks ein Suchresultat hat, das Google pushen will, desto mehr Geld gibt es. Oder so funktioniert das halt. Und Sortierung unten, oben sind ja die Gesponserten, die genau, unteren sollten eigentlich nicht. Natürlich nach Algorithmen. Genau. Ja. Nein, ich sage nur, also, ich glaube, offiziell sagen, das ist offiziell nicht so, oder? Nehmen wir an, offiziell heißt. Nein, ich rede von den Anzeigen, oder? Ich rede von den Anzeigen oben, wo kommen. Ah, genau, oder die Sponsoren, genau. Ja, genau. Die unteren, die sind ja dann, die sollten ja schon eben nicht gekauft sein. Ja, genau. Nein, die sind nach dem grossen Google-Algorithmus, Gott-Algorithmus, wo alle paar Monate ändert und wo dann wieder alles musst neu lernen, was wie bei YouTube und so weiter. Der Google-Algorithmus. Nein, ich rede natürlich von diesen Anzeigen, eben die Werbeanzeigen, wo dann, je nachdem, wie viel du zahlst, wirst du halt bei den Werbeanzeigen eher anzeigen, weil du kannst ja nicht 50 oder 100 Werbeanzeigen bekommen zum einem Thema, obwohl es vielleicht 1000 Leute gibt, die würden wollen, Werbung schalten. Du kommst immer bei 3, 4 oder 5. Oder? Also es ist ein mega Business für Google, dass dort diese Plätze ausgefüllt werden. Und wenn jetzt natürlich niemand mehr auf die Suchresultate geht, wenn die Suchmaschine nicht mehr benutzt wird, weil es einfach eine unendlich bequemere Variante gibt nebendran, dann fällt das ganze Business von Google in sich zusammen, oder? Und kein Wunder hat Google darum im Dezember quasi Alarmstufe Rot ausgerufen.
Weil dort war nämlich schon klar, dass Microsoft mit der, also dort ist vor allem ChatGPT ja mega am Kommen. Es gibt Zahlen, es gibt ein Ranking von den Apps, die am schnellsten, also zum den Wachstum anschauen, die schnellst wachsende Apps von der Welt. Wie viele Monate haben die gebraucht, um 100 Millionen Downloads zu bekommen? ChatGPT ist mit Abstand auf Platz 1. Die haben in 2 Monaten 100 Millionen Downloads gehabt. Auf Platz 2 ist TikTok mit 9 Monaten. Und auf Platz 3 kommt Instagram mit 30 Monaten. Also das Verhältnis zwischen 1. und 3. Platz 2 Monate und 30 Monate. Das zeigt einfach, wie krass der Boom von ChatGPT ist und die Bedrohung, die von dem ausgeht für Google. Und Google ist natürlich voll in Panik und sagt so, hey shit, wir müssen vorwärts machen. Und genau das ist dann passiert, oder? Google hat am 8. Februar, also einen Tag nach Microsoft, quasi auf das Pressing reagiert und zum offiziellen KI-Event in Paris eingeladen. Das sorry, ist ja nicht, schnell, so, ist Google... nicht so, dass Google schon vorher das Event angekündigt hat und dann hat Microsoft noch ganz fies einen Tag vorher ihr Event gemacht? So ist das ja, spontan. Ja, das korrekt. Nein, das ist schon so. Also Google hat nicht am 7. Februar hat nicht Microsoft gemacht und Google hat dann gerade reagiert. Ja, genau. Das hast du richtig gesagt. Am 8. Microsoft hat es einfach noch einen Tag vorher reingepresst. Und wo es das denn gesehen hat, Google, dass Microsoft jetzt eins vorne reingepresst, haben sie noch einen Tag vorher quasi angekündigt, was sie jetzt werden ankündigen. Genau. Ankündigung von Ankündigung. Genau. Ich sage, Microsoft macht Pressing wie verrückt und will Google zu Fehlern zwingen. Und das ist natürlich, Google ist ja nicht erst irgendwie seit vorgestern an der KI dran. Google ist eigentlich sogar schon länger als OpenAI an Sprachbots entwickeln, intelligente Sprachbots entwickeln. Wir haben letzten Sommer ein Beispiel von Lambda gehabt, zum Beispiel, wo plötzlich intelligent soll sein. Das ist ja auch in den Medien, also mit intelligent meine ich, wo plötzlich ein Bewusstsein soll entwickelt haben. Was natürlich völliger Quatsch ist. Aber das ist plötzlich auch so im Hype gewesen. Also Google hat sich wirklich mit heruntergelassenen Hosen verwünschen lassen von Microsoft, weil plötzlich Microsoft da ankündigt, wir kommen jetzt mit ChatGPT, wir investieren 10 Milliarden und so weiter. Und Google muss jetzt einfach bringen, was sie haben. Ob es jetzt fertig ist oder nicht. Und das ist jetzt das, was sie angekündigt haben. Sie bringen eine abgespeckte Version von Lambda zu Google. Sie wollen das eben auch im Suchdienst integrieren und auch im Chrome-Browser und Google Maps und so weiter. An dem Event aber, wo gestern eben 8. Februar stattgefunden hat, hat es jetzt noch nicht so spektakulär ausgesehen, außer halt eben der Bekundung, man will das integrieren in den nächsten Wochen, wenn möglich vor Microsoft, das ist eigentlich das Ziel. Und was man bis jetzt gezeigt hat, ist ein bisschen so, also das, was ich gesehen habe, irgendwie, ja, du kannst ein Foto machen mit Google Lens von einem Sofa und dir dann irgendwie dazu passende Möbel anzeigen lassen. Das ist irgendwie so das konkreteste Beispiel, wo ich gefunden habe, aber sonst, also das, ich weiß nicht, schon, das ist eben, glaube ich, auch eines von denen, was eigentlich schon mal irgendwo vorgestellt haben oder glaube ich, in einem Testing schon machen können. Also ich glaube, jetzt ist es wie, jetzt können es glaube einfach alle, die Google Lens haben, können jetzt das. Ja, genau, das wollen sie sogar in den nächsten Tagen schon, das Feature jetzt spezifischer, wollen sie sogar in den nächsten Tagen schon bringen. Also in den nächsten Tagen, ab sofort. Ich habe es vorher ausprobiert, es hat so halb funktioniert. Ich habe meine Tastatur, meine weiße Tastatur gefotelt und gesagt, er soll mir dazu passende Maus zeigen, dann sind irgendwelche schwarze Maus gekommen. Dann habe ich gesagt, nein, lieber eine weiße Maus. Und dann hat er gesagt, sorry, no can do. Kamischte. Schneller, Chef. Ich glaube, aber das ist aber ein bisschen etwas anderes, glaube ich, als der Chatbot. Also die haben ja wie, ich glaube, gestern ein Event sind so verschiedene Sachen gewesen, die sie angekündigt haben. Und das mit dem Google Lens und Text kombiniert suchen, das ist etwas von dem und das kannst du jetzt schon machen. Und so im Sandwich von dem und noch irgendwelche anderen Sachen haben sie halt den Bard vorgestellt. Und der Bard wäre ja so das Äquivalent zu dem ChatGPT oder zu der Version von Microsoft, wo sie einfach angekündigt haben, dass es dann kommt. Und sie haben so ein paar Beispiele gezeigt, einfach in einer Präsentation. Aber du kannst es dann nicht ausprobieren und man weiß auch nicht genau, wann er kommt. Ich glaube, also eine Woche, Monate, irgendwie so. Ja, und eben, 4 Monate nehme ich an. Lustig ist ja das, was sie da, ist ein Tweet gewesen, was sie, glaube ich, am Montag schon angekündigt haben, dass der Bard kommt. Und sie haben dem Bard irgendwie gesagt, ich weiß gar nicht, was der Query war. Auf jeden Fall hat er einfach am Schluss hat er gesagt, ja, das James Webb Teleskop, Space Teleskop, hat das erste Bild von einem Planet von außerhalb unserer Galaxie, glaube ich, irgendwie aufgenommen.
Und das ist einfach faktisch falsch, es stimmt einfach nicht. Ja. Das ist doch recht peinlich gewesen. Und das zeigt eben genau das Problem. Ein wunderbarer Fehlstart, ja. Ja. Und sie hatten keine Quellenangaben in diesem Beispiel. Oder? Also es hat wie keine Annotations gehabt, wie bei Microsoft, wie das jetzt ist. Mhm. Darum, wenn ihr das behauptet, nimmst du es einfach in bare Münze und hast dann das Gefühl, das ist so. Mhm. Das Krasse ist ja wirklich, wenn du jetzt eben da den Verlauf überlegst, wie das Ganze mit den Chatbots und so gekommen ist, oder? Eben, dann ist ChatGPT plötzlich explodiert und dann Google hörst, eben, sie ziehen irgendwie die Notbremse und sagen, jetzt müssen wir voll da trainieren. Und dann kündigen sie so ein Event an und stellen dann wirklich eigentlich nichts Relevanz vor. Ich meine, eben, es hat in den Google Maps noch ein paar neue witzige Sachen, weißt du, so, aber es wäre wie so ein Standard-Zeug, wo sie einfach mal irgendwo vorstellen, neue Features, oder? Das hätte auch ein E-Mail können sein, die Features, die sie vorgestellt haben. Ja, vor allem normalerweise ist das, oder? Normalerweise ist, hey, neue Features, gut, auch für das machen sie vielleicht noch eine kleine Pressekonferenz, aber jetzt ist es ja um KI gegangen. Mm. Und eben, ich habe jetzt angeschaut, irgendwie ist wie so, ja, okay, jetzt haben wir einfach den, wo man schon gewusst hat, dass er einen Hand hat, jetzt einen Namen. Und es gibt ein theoretisches Demo, mega kleine Testgruppe, und dann versagt sogar noch so ein Demo. Und ja, Microsoft hat schon einfach immer noch irgendwie alle Karten in der Hand. Ja. Steht jetzt einfach besser an jedem Belang. Kann immer noch komplett abstürzen. Oder? Völlig, das ist ja auch noch nichts. Aber sie haben nichts zu verlieren. Sie haben nichts zu verlieren im Gegensatz zu Google. Genau. Ja. Ich meine, eben, 90% Market Share von Google, riesige Kuchen, wo sie potenziell können verlieren können. Und Microsoft kann sich alles leisten, kann sofort integrieren, ohne irgendwie Bedenken zu haben, dass es einen riesen Einfluss wird auf ihre Einnahmen beim Suchgeschäft, weil sie eh fast keine Einnahmen machen dort, im Vergleich zu Google. Und Google muss sich halt ganz genau überlegen, wie sie den einbinden, dass ihre Search-Einnahmen nicht wegbrechen oder dass für sie auch nicht zu grosse Kosten entstehen. Wir haben auch im Podcast unter 31 darüber diskutiert, wie rechenintensiv die Anfragen sind für die Chatbots, oder? Und wie viele Suchanfragen hast du gesagt, Luca? 8 Milliarden pro Tag? Bei Google, yes. Ja. Wenn man sich dann überlegt, eben, wenn man das aufeskaliert, ich weiß nicht mehr, was die Kosten waren, die wir besprochen haben, die ChatGPT hatte, aber das sind ja immense Rappen. Kosten, wenn das wirklich... Ich habe gemeint, also pro Ding ist ein paar Rappen. Das ist viel. Das ist krass, krass, ja. Mit 8 Milliarden machst du viel. Ja. Ich glaube, das war es. Ich glaube, er hat gesagt, 2 Cent oder so pro Frage, hat doch der CEO dort mal gesagt. Das ist verreckt, oder? Ja. Aber das ist genau das, was du sagst. Genau darum, oder? Die Frage war auch, wo ich auch schon gelesen habe, warum hat Google jetzt plötzlich so, sieht Google so schlecht aus, obwohl sie sogar schon länger eigentlich daran arbeiten, weil Google tatsächlich mega viel zu verlieren hat und sich, wie du sagst, mega gut überlegen muss, wie funktioniert das, was ist eben mit den Quellen, was ist mit falschen Informationen, was ist mit Bugs, was ist mit Verhalten sogar, oder? Das Internet steckt voller rassistische, transphobische, und so, all die lustigen Begriffe. Der Chatbot kann das natürlich auch lernen, oder? Sich flegelhaft zu benehmen. Und all das Zeug muss Google irgendwie ganz, ganz genau überlegen, weil wenn sie es falsch einführen, verlieren sie einen Haufen Reputation und 60% von ihrem Geschäft. Und das hat Microsoft nicht. Microsoft kann ein riesen Pressing machen und hat praktisch nichts zu verlieren. Es steht schon 3-0 für Google. Sie können jetzt einfach... Ich liebe das. Genau. Also schon ein Punkt von Microsoft... Yeah. Sorry. Nein, mach du. Ja, ich wollte nur sagen, der Punkt mit den problematischen Aussagen, die Chatbots können lernen können, also rassistisch, sexistisch, was auch immer. Das ist ein Punkt, wo Microsoft, aber sie haben es schon erwähnt, dass sie irgendwie speziell darauf geachtet haben, jetzt bei dieser neuen Integration in Bing, aber so richtig darauf eingegangen sind sie nicht. Also das ist auch noch zu sehen, ob das gut wird kommen, wenn das dann wirklich eingeführt wird. Ich bin mir nicht sicher, sie können behaupten, dass sie etwas dagegen gemacht haben, aber das haben sie schon in der Vergangenheit behauptet, bei anderen Chatbots, die sie ausprobiert haben, und das ist nicht gut gekommen. Ja. Ich glaube wirklich, sie haben eine andere Ausgangslage, oder sie haben halt, wie der Luca sagt, sie haben nichts zu verlieren und darum können sie viel rücksichtsloser jetzt an das Ganze angehen, also einfach mal auf den Markt schmeißen und wenn sie explodiert, dann haben sie nicht viel verloren und das kann Google natürlich nicht. Und Microsoft hat natürlich auch eine andere Art, wie sie können die Wertschöpfung aus dem gewinnen können. Nämlich, sie können das natürlich auch integrieren. Das ist, glaube ich, alles schon angedenkt, auch zum Beispiel in ein Word oder in ein Teams oder wo auch immer. Dass du halt nicht mehr musst im Browser gehen, dort etwas suchen und das dann kopieren, zusammensetzen und so weiter, sondern dass du zum Beispiel, wenn du jetzt Schüler bist und einen Aufsatz musst schreiben, wie du vorher das Beispiel gemacht hast, dann machst du das Word auf, hast dort irgendeinen deinen Chatbot-Tab und sagst ihm dort, ich hätte gerne einen Aufsatz über das und das und jenes, und dann schreibt dir Word gerade mal den Aufsatz vor und dann musst du ihn nur noch überarbeiten. Und das sind natürlich schon so Integrationsmöglichkeiten, wo sie dann können
anders Geld machen als Google mit der Suchmaschine. ChatGPT hat ja dafür das Ding rausgegeben, ich weiß gar nicht, wie sie das gemacht haben, aber wo Texte erkennt auf das, ob es mit ChatGPT geschrieben ist. Ja, genau. Also, das finde ich eigentlich noch geil, ja, dass sie das gerade selber irgendwie präsentieren, weil das ist schon noch, das wird das schon noch beschäftigen. Ja, es gibt quasi als Schutzmaßnahme. Ja. So, ja, als Schutzmaßnahme eben für Betrug, dass man kann eben schauen, schreibt jemand da seine ganze Doktorarbeit mit ChatGPT oder nicht, und dann ist noch fair. Ja, Frau hat auch gesagt, an der Uni, dort sind es schon auch, ist ein grosses Thema natürlich jetzt gerade, oder? Ja, ein Kollege von mir, der Programmierer ist, hat mir gestern auch schon erzählt, hat schon x Ziele an Code von ChatGPT schreiben lassen, weil es einfach wirklich, so, weißt du, die Sisyphus-Arbeiten, die Basic-Dinger, wo einfach Kollege mühsam auch ist zu machen, einfach schnell in einer Sekunde, das ist so eine Erleichterung von der Arbeit, da kann er sich wieder auf andere Sachen konzentrieren, wo Hirnschmalz braucht, oder? Das ist crazy. Das ist wirklich crazy. Ich glaube, im Kreativ- oder im Content-Bereich wird einfach jetzt interessant werden, wenn es so ein riesen Shift jetzt gibt, dass eigentlich viele Sachen einfach von einem Bot kreiert werden, ist halt dann irgendwie die Frage, wer macht noch die originalen Inhalte, wo dem vom Bot überhaupt könnt kopiert werden? Oder? Und richtig, wer zahlt richtig für die noch? Also jetzt so Sachen wie aus Zeitungen halt. Das ist nochmal eine andere Nummer, wenn du in etwas fragst, so etwas Tagesaktuellem zum Beispiel, und da gibt ja quasi die News, der Chatbot, und vielleicht noch mit der Quelle verweist, okay, und dann klicken die Leute aber dort eh nicht mehr drauf, und dann kommt der Traffic auch nicht mehr auf die Webseite, wo eigentlich die News geschrieben hat zum Beispiel, und die Wertschöpfung bleibt irgendwie bei, was auch nicht, Google, Microsoft. Ist das richtig? Haben sie noch überhaupt noch das Interesse, also ein konkretes Newsportal, hat das noch Interesse, um überhaupt die News zu machen, ist das überhaupt noch lohnenswert finanziell am Schluss, wenn es einfach nur von einem Bot abgegraben wird und die Leute lesen es dort, oder? Das ist eine gute Frage. Frau, ich habe es auch überlegt, weißt du, zum Beispiel auch Sportberichterstattung. Ja, genau. Ich meine, vermutlich ist selbst das denkbar, weil ich meine, jetzt gibt es ja zumindest schon mal die ganze, du kannst ja wie live schauen, wo der Ball durchgeht, welche Person und so, oder? Das wird ja auch schon irgendwie getrackt, oder? Und wenn du nachher noch irgendwie einfach einen Bot hast, der einfach das alles erkennt, kann irgendwie in Kontext setzen, erkennt alle Informationen und so. Hey, was auch nicht, kann der sogar einen Sportartikel noch schreiben, der irgendwie ein Match spricht, oder? Würde mich nicht mal wundern. Also weißt du, es ist alles denkbar, es ist verdammt verreckt, oder? Ja, gerade beim Sport ist das ja oft so, dass es heute aus ganz vielen Floskeln entsteht, so ein Match spricht. Stimmt, oder? Ja. Das ist im Prinzip, wenn du das Spielzeug irgendwie hättest in einem Protokoll, und das hast du ja meistens, aus dem ein Match spricht, schreiben, ist wahrscheinlich nicht so schwierig für einen Bot. Ja. Interviews kann er auch gerade machen, weil die sagen die auch nicht etwas Gescheites. Das ist einfach nur noch irgendein Bot, der da steht, so geil. Das ist so krass mit den Interviews. Weißt du, wo wir beim FC Winter waren, das Let's Play machen und selbst off-camera, wenn wir den Spieler, den Bues und wie heisst der Verteidiger? Der Schettin. Anyway. Der Chatin, wo wir ihnen Fragen gestellt haben, ein bisschen versucht haben, mit ihnen zu unterhalten. Du hast immer gespürt, die Deformation professionell, irgendwie wie die Floskeln in die Antworten reinfließen. Selbst wenn du ein normales Gespräch versuchst mit ihnen zu, ist crazy. Aber Side Note. Zurück zum ChatGPT. Genau. Ja. Jetzt mal schauen, bis da weiter. Man weiss bei beiden nicht irgendwie, was, wenn denn die wirklich ausgerollt werden. Eben bei Microsoft kann man sich auf die Warteliste eintragen. Für den richtigen. Und eben, man kann sich dort ein bisschen beschleunigen, indem man, was ist, du musst die App abladen und du musst nochmal irgendwo. Alle Microsoft-Defaults setzen, die du kannst irgendwie. Genau! Also, genau. Habe ich auch gefunden! Alter Schwede! Suche! Fuck off! Microsoft. Alles, was du am Anfang bei Windows installieren sagst, nein, das nicht, musst du wieder anwählen. Kannst jetzt einfach alles wieder. Tracking ja, personalisierte Werbung ja, irgendwie so vermutlich. Gut, übrigens, was ich auch noch gesehen habe, kurz nach der Ankündigung, dass Alibaba, der chinesische E-Commerce-Gigant, auch schon angekündigt hat, dass sie an einem Chatbot arbeiten. Und NetEase, auch chinesisch Game-Publisher, sind auch irgendwie an irgendeinem AI-Bot dran, was weiß ich. Also ich glaube, das Thema wird uns noch recht lang beschäftigen. Es wird sehr viel passieren in den nächsten Wochen. Das ist wie Krypto irgendwie. Jetzt musst du einfach mal das AI-Wort anschmeißen und dich mit Leuten und gibt ja Geld. Und Metaverse. Ja, das Digital ist auch so Podcast hat auch
ist auch an einem, ihr gehört es als erstes, ist auch an einem Bot dran. die machen also mit Testen geht, ich habe gesagt, ich bin schon genau, in der Testphase hier. Tommy ist schon ersetzt, der hockt jetzt traurig die Heime, dass er nicht mitreden darf. Aber ist halt so echt ist er, ich habe es gar nicht gemerkt. Genau, also Bot Tommy. Und was ist denn noch zu Nintendo zu sagen da? Die haben ja gestern auch noch einen Livestream gehabt. Genau, der Chatbot Tommy fasst jetzt Nintendo Direct Livestream von letztem Abend an. Es war am 11 Uhr am Abend gewesen, leider, darum haben wir kein Live-Video dazu können machen. Nintendo, bitte nächstes Mal irgendwie zu einer normalen Zeit für uns Europäer, wenn möglich. Nintendo Direct, für alle, die das nicht kennen, das sind die unregelmäßigen Livestreams, die Nintendo macht, wo sie immer wieder neue Games ankündigen. Je nachdem, wo neue Hardware, wenn es etwas gibt. Und für die Nintendo Direct, die ist relativ kurzfristig angekündigt worden, ähnlich wie Microsoft und Google. Plötzlich ist sie da gewesen. Und für die hat man aber recht grosse Hoffnungen gehabt, weil für das Jahr echt noch nicht viel bekannt ist, was auf der Switch wird kommen. Die Switch ist langsam am Sterben. Ich nehme an, das ist das letzte Jahr, wo es die gibt. Und es ist eigentlich nur bekannt gewesen, dass Zelda und Pikmin irgendwann kommen. Und darum hat man gehofft, dass man da noch ein bisschen mehr Futter für das Jahr bekommt. Und ich muss sagen, es ist wirklich eine der coolsten Nintendo Directs bis jetzt gewesen. Es war vor allem eine für Nostalgiker und alte Nintendo-Fans. Bevor wir aber zu den Highlights kommen, inklusive Zelda, haben wir so drei Kuriositäten rausgegraben. Sie haben zwischen den grossen Ankündigungen haben sie immer so mega krasse Showreels, wo sehr viele Games drin sind. Und dort haben sie drei Sachen angekündigt, die ich noch lustig gefunden habe. Das erste ist ein Switch-exklusives Spiel, das Fashion Dreamer heisst. Und wo Influencer-Simulator ist. Oh no! Ich finde, das müssen wir unbedingt testen. Ja. Livestreamen, Review machen, alles. Es ist so absurd. Wirklich, alles, was du machst, ist rumlaufen, neue Kleidung anprobieren und anderen Leuten Likes geben, die sich geil ankleiden und sie influenzen. Und ich finde es lustig, dass so etwas in der Nintendo Direct Platz hat. Mhm. Aber ja, sehr, sehr lustig. Und weitere Kuriosität, Samba de Amigo. Sagt das jemandem etwas? Ich habe das Bild ist mir bekannt vorgekommen, aber irgendwie nachher schon geschrieben Dreamcast und so, ich weiß nicht. Ja, also das ist ein Dreamcast-Spiel, wo sie tatsächlich so Maraca-Controller gemacht haben. Das! Ein Musikspiel, ja, genau, wo du mit Maracas gespielt hast. Und das kommt jetzt auf Switch, halt natürlich mit den Joy-Cons, wo du kannst spielen. Aber nice. Also vollkommen aus dem Nichts raus. Irgendwie ein Franchise, wo 20 Jahre lang niemand etwas davon gehört hat und plötzlich ist sie wieder da. Und etwas Ähnliches jetzt noch gegeben mit Button Kaitos. Das ist so ein mega obskures Gamecube-Spiel, das 2003 rausgekommen ist. Und das ist spannend, weil die Macher dahinter, das ist Monolith Software und die sind heutzutage bekannt für Xenoblade Chronicles. Und die haben auch beim neuen Zelda mitgekauft und beim letzten Zelda auch mitgekauft. Und das ist auch so ein Spiel, wo 20 Jahre nichts davon gehört, es war nicht erfolgreich gewesen, und plötzlich ist es mit einem Remake da. habe ich auch noch spannend gefunden. Und das ist geil. Hast du es gespielt gehabt denn? Nein, ich finde einfach geil, dass sie. Ich meine, ich finde, Nintendo ist schon ein komischer Hurenbünzli-Betrieb, der einfach komische Entscheidungen fällt. Aber es hat eben immerhin manchmal genau mit wieder so Sachen, wo genau, gute komische Entscheidungen, ja. Ja, genau, gibt es zum Glück dann auch. Genau. Und jetzt zu meinem absoluten Highlight: Metroid Prime Remastered. Das ist eines meiner absoluten Lieblingsspiele. Das ist das erste Metroid Prime, das auf dem GameCube rausgekommen ist. Das war damals revolutionär, weil es das erste 3D-Metroid war. Und Metroid war früher also ein 2D-Sidescroller. Und das ist das erste Spiel, das komplett in dritte Dimension gespielt hat. Und es war ein First-Person-Shooter. Mega kontrovers damals und mega skeptisch angenommen, was angekündigt wurde, ob das klappt, ob man das so übersetzen kann. Aber wirklich, es hat sich so als All-Time-Classic etabliert und wirklich eines der besten Spiele von allen Zeiten. Und alle, die es nicht probiert haben, bitte, gebt dem Spiel eine Chance. probiert es aus. Es ist wirklich ein Weltraumspiel. Du erkundest fremde Planeten, bist aber mega isoliert. Und die Steuerung ist im Vergleich zu anderen First-Person-Shooter viel einfacher. Du tust nur mit Aim-Stick zielen und laufen. Es hat noch neue Steuerungsoptionen jetzt. Aber wirklich, wenn ihr das noch nie probiert habt, bitte unbedingt. Und es ist ab jetzt draussen. Das finde ich auch geil. Shadow Drops, so Sachen, die angekündigt werden in einem Livestream und dann plötzlich kannst du runterladen, das ist immer das Geilste. Aber es nimmt an, es sieht immer noch kacke aus. Also, es ist einfach HD Remastered, ja. Es ist nicht ein Remake, es ist einfach das gleiche Spiel mit HD-Texturen, genau.
Dann haben wir noch gesehen Pikmin 4, eine Serie, die für mich absolut nichts ist. Das ist ein Strategiespiel, aber es gibt mega viele Fans von dem. Mhm. Und da kommt das neue Spiel raus. Verkaufsmäßig ist das ja riesig. Finde ich mega krass. Ja, voll. Das irgendwie, ich glaube, vor allem in Japan, oder? Wenn mich nicht alles täuscht. Kann sein. Ich glaube, einfach, als es rausgekommen ist, habe ich zum ersten Mal von dem gehört. Und dann schaust du an, das ist immer so Top 3 von den Top-Seller bei denen. Ja. Voll krass. Was ist das? Das ist mit und dem Hund, so oder? Nein, du bist so, du steuerst wie so kleine Ameisli oder so etwas Ähnliches. Und die kontrollierst dann, damit sie irgendwie ein Hindernis wegräumen. Und du spielst dich dann so durch den Level durch, eigentlich, okay, oder? Genau. Und im Neuen hat es aber einen Hund, den du kannst steuern. Also so ein Hundewesen, irgendetwas, das natürlich auch sehr herzig aussieht. Und ja. Wenn du drauf stehst, wird es sicher cool. Am 21. Juli kommt es raus. Das ist früher als gedacht. Ich habe das Gefühl gehabt, dass es Ende Jahr wird rauskommen, aber dann haben sie noch etwas für das Sommerloch. Dann eine ganz grosse News: Auf Nintendo Switch Online kann man ab jetzt Game Boy Games spielen. Und Game Boy Games kannst du spielen auf dem Basic Online, auf der Basic Online Subscription. Und dann gibt es noch Game Boy Advance Games mit dem Expansion Pack. Das ist das, wo du dann noch irgendwie nochmal 10 Stutz oder 5 Stutz drauf musst zahlen, bin mir nicht sicher. Aber das war ja ein Feature, das sich viele Leute mega lange gewünscht haben, inklusive mir. Ich habe ja zwar einen Analog Pocket, wo man die ursprünglich, also die originalen Gameboy Cartridges drauf kann spielen kann, aber es tut mir gleich verleiten, vielleicht zu upgraden, weil es halt schon nochmal cooler, wenn du alles auf einem Gerät hast und nicht die Cartridges musst mitnehmen, wenn du in die Ferien gehst und so. Und es hat auch bei dem Spiel, das finde ich auch geil, Online-Modus. Also Sachen, die du früher wie nicht online hast können spielen, kannst du jetzt mit deinen Freunden online spielen, was auch recht geil ist. Und eben, für alle Switch-Online-Abonnenten ist das drin und das andere im Expansion-Pack. Dann hat man noch zum Schluss natürlich The Legend of Zelda Tears of the Kingdom gesehen, wo ja am 12. Mai wird rauskommen. Und das ist leider nur ein kurzer Trailer gewesen, den man gesehen hat. Ich habe gedacht, dass die 40 Minuten wahrscheinlich ein Grossteil für Zelda reserviert werden sind. Gell? Das ist irgendwie so. Hat mich auch überrascht, ja. Und sie zeigen irgendwie immer noch mega wenig, habe ich das Gefühl. Es ist, das, was man gesehen hat, ist nicht unbedingt neu. Aber ich habe immer noch so das Gefühl, es kommt noch irgendetwas oder irgendetwas Wichtiges, das sie nicht zeigt und behalten sich das wirklich für den Launch vor. Aber das, was man gesehen hat, ist super gewesen. Es sieht nach mehr Zelda aus, es sieht nach mehr Breath of the Wild aus. Es ist ja direkt der Nachfolger von diesem Spiel. Spielt auch in der gleichen Welt, nur dass jetzt oberhalb der Welt nochmal wie eine zweite Welt hast in der Woche, wo du kannst exploren. Und spannend auch, das haben sie nicht angekündigt im Livestream, aber das ist dann, im Nachgang ist das klar geworden, sie werden den Preis bei diesem Game erhöhen um 10 Geldeinheiten. Ja, 10 Geld. 10 Geld, genau. Bei uns ist es, ich habe es nachher geschaut, wird das Spiel beispielsweise 74 Franken kosten. Breath of the Wild hat zum Launch 60 Franken gekostet. Und das ist relativ überraschend, weil bis jetzt sind die Preiserhöhungen halt nur bei den Next-Gen-Systemen oder Next-Gen-Games vorkommen und mit der Begründung, dass es halt mehr kostet, aufwendiger ist, Games in 4K zu programmieren, mit all den neuen grafischen Möglichkeiten, die da sind. Und jetzt hat Nintendo gefunden, wir haben keine neue Hardware, aber unser Spiel ist so gross und so gut, dass es gerechtfertigt ist, dass wir da 10 Franken drauf, beziehungsweise 14 Franken drauf tun. Und bin gespannt, ob sie das werden durchziehen bei den anderen Switch-Games, die sie haben, oder ob das so ein Einzelfall ist. Das machen sie sicher bei allen. Das wäre komisch, wenn du das nur bei einem machst. Ich glaube, das kommt jetzt langsam schleichend. Dann die anderen haben schon angefangen, da kannst du einfach mitziehen, motzen alle. Aber wenn du einfach Games hast und die Leute nicht verzichten können, kannst du einfach machen. Du könntest 20 Stutz mehr verlangen und alle würden das nicht das noch kaufen. Ja, so das Gefühl. Statt einfach so. Ich finde noch geil, der Trailer hat also ist recht düster gewesen im Vergleich zu Weltuntergangsstimmung, habe ich mir aufgeschrieben. Es ist so wirklich irgendwie, alles geht zugrunde. Du hast noch geschrieben, also ich bin jetzt nicht sicher gewesen, wie du das meinst, dass grafisch besser ist. Also hast du das Gefühl gehabt vom Trailer? Mhm, habe ich gefunden, ja. Es sieht irgendwie alles ein bisschen polierter aus. Irgendwie. Also vielleicht habe ich das erste Spiel Breath of the Wild auf falsche Erinnerungen, aber ich habe das Gefühl gehabt, es sieht alles ein bisschen lebendiger, schöner und flüssiger aus, als es dann war. Ja. Hey, aber vielleicht habe ich es falsch in Erinnerung. Für mich hat es genau gleich ausgesehen. wie ich bei jedem Trailer denke ich eben immer so, das hätte ich immer geheißen, das Alte ist von der Wii U zurückgebremst worden. Ja, genau. Müsste sich jetzt besser sein und jetzt sieht es genau gleich aus. Aber es kann sehr gut sein, dass ich habe es ja schon ein paar Jahre nicht mehr gespielt.
Vielleicht bin ich aber auch noch traumatisiert vom Pokémon-Spiel, wo ja schlimm hat ausgesehen. Also ich meine, ich bin sicher, dass es besser wird aussehen, weil einfach, das wird es einfach. Du hast mehr dazugelernt, du musst nur noch für Switch entwickeln, das wird sicher. Die Frage ist mehr, ist das dann wirklich so im Detail, weißt du, so ein bisschen... Ich meine, du siehst im Trailer schon, dass das irgendwie, was heißt, 720p ist oder so. Das flimmert ja immer leicht um alles herum und so. Ja, yeah, also Switch wird sicher am Anschlag sein bei diesem Spiel, yeah. bei dieser riesen Spielwelt, die eben jetzt noch erweitert wird mit einer zweiten Spielwelt im Himmel. Das wird nicht gut kommen, ja. Ich hoffe, es gibt ein mega schnelles ROM dazu und ich kann es einfach am PC in 4K spielen. Das wäre schon mal geil. Du könntest aber auch die Collector's Edition kaufen für $130, das habe ich noch erwähnt. Gute Alternative. Ja, ja. 130! Ja. Da muss etwas Gutes drin sein, weiß nicht. Ja. Mal schauen. Das glaube ich nicht. auf das freue ich mich auch, bin ich gespannt. Ich habe den Eindruck, wenn die jetzt ihre zwei grossen rausballern in der ersten Hälfte, dann muss ja noch ein grosses kommen im Herbst. Also aufs Weihnachtsgeschäft. Wenn Pikmin und irgendwie... Zelda jetzt durch sind, habe ich jetzt das Gefühl, so irgendetwas für Weihnachten muss schon noch kommen, ja. Aber es ist komisch, weil wenn man jetzt davon ausgeht, dass die Switch 2 nicht kommt, dann würde ich jetzt nicht, fände ich es komisch, wenn jetzt das neues Mario noch rausballern würde. Ja. Wenn ich das ja, so gut wäre für die nächste. Aber was bringst du denn Grosses? Du musst ja noch irgendwie, also kannst du jetzt nicht nochmal ein Pokémon bringen? Stimmt, ja doch, doch können sie. Why not? Das können sie. Das ist die Antwort, ja stimmt. Es muss jedes Jahr ein Pokémon geben, das ist so. Nochmal von Game Genie, oder wie sie heißen. Game Freak. Nein, Game Genie war der Adapter für den Nintendo. Oder vielleicht haben sie jetzt das Gefühl, Zelda ist so gross, das lenkt bis zum Weihnachtsgeschäft, das werden die Leute kaufen. Kann sein. Gut. Geld mangelt es momentan, glaube ich. Das ist so. Ja, gut, Geld mangelt es auch nicht Disney und trotzdem streichen sie da ein paar Stellen, und zwar bei Disney Plus, oder Luca? Ja, so überhaupt bei ganz Disney. Also Disney ist ja mit seinem Streamingdienst im November 2019 gestartet und hat seitdem sage und schreibe 164 Millionen Abonnentinnen und Abonnenten weltweit gewonnen. Im vierten Quartal 2022 aber ist die Zahl auch bei Disney zum ersten Mal geschrumpft, nämlich um 2 Millionen. Luca, Kontrast, Netflix ist bei wie vielen Abonnenten? Oh, Netflix ist bei 222, glaube ich. 222, okay, also gleich noch vor Disney. Oder sogar wieder ein bisschen mehr. Sie sind mal gesunken, letztes Jahr, aber dann jetzt mittlerweile wieder ein bisschen auf. Irgendwo dort bei den 220 Millionen Marken sind sie jedenfalls. Okay. Und bei ihnen sind da die, in den USA gibt es ja noch Hulu und ESPN, das ist ja da dann auch alles, glaube ich, dabei. Ah, damals, oder? Bei Disney. Das ist alles dabei, das ist bei Disney. Das zählt alles zu dem grossen Disney. Ja. Okay. Wie soll ich sagen, das ist etwa wie bei Amazon Prime und so weiter. Ja, genau, das sind die 164 Millionen Abonnentinnen und Abonnenten, Entschuldigung, wo es eben bei Disney Plus gegeben hat. Im letzten Quartal sind es aber um 2 Millionen geschrumpft. Neu ist die Zahl also bei 162 Millionen Abos. Der kometenhafte Aufstieg hat Disney sicher der Pandemie verdanken gehabt. Einerseits haben halt damals einfach alle Kinos zugemacht und wir haben alle müssen daheim bleiben. Das hat allen Streamingdienst natürlich einen regelrechten Boom gegeben. Und andererseits hat man dank der grossen Lizenzen von Star Wars und Marvel, die damals noch auf alle möglichen Dienste verteilt waren, hat man mit dem Start von Disney Plus zurück zu sich genommen, für Exklusivität gesorgt und damit den eigenen Dienst verstärkt. Die fette Zeiten sind jetzt aber vorbei. Die Kinos sind wieder offen, die Filme laufen auch wieder länger in den Kinos und abgesehen eben von diesen grossen Lizenzen gibt es sonst relativ wenig Titel oder Franchises auf Disney Plus, wo das Publikum sonst noch anzieht in der grossen Masse. Der Kuchenhalt von Star Wars und Marvel-Fans ist einfach nur so gross. Und ja, dazu kommen noch die Preiserhöhungen der letzten Jahre. Und wird wahrscheinlich auch das Jahr wieder Preiserhöhungen geben, habe ich schon munkeln gehört. Und wie man es schon meint, aber 2 Millionen, ist das jetzt viel oder wenig? Also wenn du eben schaust, wie viele Millionen Abonnenten man sonst hat. Bei Netflix war es auch etwa mal so eine Zahl gewesen, bei 200 Millionen oder so. Also man sollte meinen, so kleine Schlaglöcher auf der Straße können in so einem riesen Medienimperium wie Disney eigentlich nicht viel machen. Ist ja eben nicht so, dass ihre Kasse sonst nicht schon genug gut gefüllt wäre, um auch mal eine kleine Bass zu überleben, beziehungsweise im Gegenteil. Disney hat im vierten Quartal 2022 sogar 23,5 Milliarden Dollar Gewinn gemacht. Das ist sogar noch ein bisschen mehr, als man eigentlich erwartet hat und ein bisschen mehr als im dritten Quartal.
Aber ja, wie Netflix auch, man ist ein börsenkotiertes Unternehmen und irgendwie wie bei jedem börsenkotierten Unternehmen, bei den kleinsten negativen News herrscht sofort Panik. Der Bob Iger, der alte neue Disney-CEO sozusagen, ist beauftragt worden, Disney komplett umzustrukturieren und in drei Sparten aufzuteilen sozusagen. Quasi Disney Entertainment, die ganze Filmserie, Kinolandschaft. Disney Sport, das ist dann eben der Dienst, den du vorher gesagt hast, Film mit ESPN und so. Das ist dort, wo man Sport, eben, was hat man dort, Football und so Zeugs. Und halt die Sparte Disney Parks. Die Umstrukturierung hat jetzt dazu geführt, dass man 7000 Stellen hat müssen streichen. Und dazu überlebt man bei Disney sogar offenbar eigene Inhalte eben doch wieder zu lizenzieren. Sprich, dass man gewisse Inhalte, die eigentlich exklusiv bis jetzt sind auf Disney Plus, wieder zugänglich macht für andere Streamingdienste. Damit tut man zwar den eigenen Dienst wiederum ein bisschen schwächen, aber man bekommt Cash über, wo man offenbar braucht. Auch wenn man Gewinn macht, aber offenbar braucht man Cash. Ja, das ist halt im Moment der Stand der Dinge. Also ich verstehe es ehrlich gesagt nicht so, warum da jetzt gerade so Panik, wie damals bei Netflix. Bei Netflix habe ich es eher noch verstehen, weil bei Netflix hat man immer von so einer langfristigen Panik gegeben. Also man hat wie gesagt, so, ja, Stand heute geht es euch super, aber die Landschaft ist sich im Moment komplett am Verändern und wir müssen jetzt Massnahmen ergreifen, damit wir in 2-3 Jahren nicht kalt verwünscht werden. Disney Plus und so Disney hingegen, habe ich das Gefühl, ist eigentlich nicht schlecht aufgestellt und trotzdem ja, herrscht offenbar Handlungsbedarf. Gut, ich meine, vielleicht, die rechnen sich vielleicht, also logisch wird immer alles durchgerechnet, aber eben die Überlegung ist vielleicht einfach, du, solange du die Mehrheit von der Disney-Sachen hast, dann kommen die Leute für Disney-Sachen zu dir. Du kannst aber trotzdem easy abkassieren, weil die anderen zahlen es dir einfach, damit sie, ich sage jetzt einfach irgendwas, den Mandalorian auch zeigen können. Mhm. Und du gehst aber dann davon aus, dass niemand das Disney-Plus-Abo, weil alle Disney-Sachen sind dort. Darum hast du es weiterhin. Aber die anderen, du gehst davon aus, dass es Disney wie nicht viel bringt. Sie zahlen das dafür, oder? Mhm. Netflix holt sich das, sind sie noch froh, haben sie es auch. Kassierst mit, aber verlierst niemanden. Dann überlegen sie es vielleicht so, wenn... Ich sonst kann es ja wirklich nur die Überlegung sein, du einfach, dann kannst du sie gerade streichen, dann kannst du alles lizenzieren, oder? Ja, genau. Ich habe mich eher gefragt, ob sie eher die weniger populären Sachen lizenziert. Weißt du, so Sachen, die bei ihnen bei Hulu laufen zum Beispiel und bei uns ja, aber es ist auch nicht Mandalorian, so. Ja. Vielleicht jetzt nicht gerade Mandalorian, wo wirklich ein Zugpferd ist für Disney, oder? Dann, das wäre ein massiver Verlust oder das würde ihre Dienst massiv schwächen, wenn Mandalorian auch auf Netflix schauen könntest. Aber so eben Sachen, die bei uns in der Star... Dings läuft zum Beispiel, oder irgendwie Marvel-Serien, wo vielleicht die Älteren sogar, die damals auf Netflix schon gelaufen sind, halt wieder auf Netflix lizenzieren, oder keine Ahnung, weißt du, ein bisschen so die kleineren Sachen. Ein bisschen so Kleinmist macht auch, keine Ahnung, wie es Sprichwort geht. Kleinvieh macht auch Mist. Genau. Voilà, danke. Oder ganz fies einfach eine Staffel lizenzieren und nachher, wenn der Rest willst schauen, musst du Disney Plus gehen. Genau, das ist gut. Du gibst eine Idee, du Siecher. Also, das ist schön, wenn sich einfach alle gegenseitig ihre Serien würden lizenzieren und dann könntest du alles überall schauen und am Schluss hätten sie genau gleich viel Geld. Du musst einfach 3 Folgen, kannst du bei Netflix schauen, kannst du bei HBO schauen, es wird auch Hass sein. Alle würden sich gegenseitig nur die erste Staffel lizenzieren. Holy shit, das wird so geil, Clusterfuck früher. Okay, also komm. Gehen wir eins weiter und der Samuel hat ja da noch wieder mal etwas getestet. Es läuft hoffentlich alles jetzt auf dem bei dir. Ja, auf dem läuft tatsächlich alles. Also vor mir stehen, ich weiß auch nicht, 5, 6 neue Macs, wo ich da irgendwie von dir zugekommen bin, zum Testen und Vergleichen und so weiter. Und ich habe jetzt angefangen mit dem Mac Mini. Das finde ich das ja eigentlich fast der interessanteste. Grundsätzlich hat Apple ja einfach ihre ganzen Computer upgraded auf M2, auf die M2-Chips. Also sprich MacBook Pro und die Mac Minis. Und es ist insofern außergewöhnlich beim Mac Mini, als dass es ist ein günstiger Mac, es ist ein günstiges Apple-Produkt in der Basisversion. Das gibt es sonst eigentlich fast nicht, finde ich. Es ist günstig? Ja, günstig heisst, er kostet 650 Franken in der Basisversion. Das ist wirklich wenig. Für das, was er leistet. Ich komme nachher noch drauf, ob es Sinn macht, zum den kaufen oder doch lieber eine andere Version. Und grundsätzlich haben sie einfach ein... Also und es ist günstiger als der M1 Mac Mini, also als der Vorgänger. Das ist eigentlich so eine recht außergewöhnliche Headline für Apple, dass etwas günstiger geworden ist. Ja.
jetzt ist es nicht irgendwie ein Quantensprung. Beim M1, das war es ja wirklich so gewesen, von den Intel Macs und auch vom Mac Mini, vom Intel Mac Mini zum M1 Mac Mini. Das war ein riesiger Sprung gewesen, an Leistung und Effizienz und so weiter. Und jetzt dieses Jahr ist es mehr so ein bisschen ein iteratives Upgrade. Also der ist ein bisschen schneller, der Chip. Bei 15% kann man sagen, so overall. Ich habe jetzt auch noch nicht alles fertig durchgetestet. Aber er ist nicht irgendwie, ich weiß nicht, wieder doppelt so schnell oder so etwas. Was er ist, der Mac Mini, er ist weiterhin eigentlich lautlos. Also du kannst den auf dem Tisch haben und den hörst praktisch nie. Der Lüfter ist so gut wie immer im Idle-Mode, also irgendwie 1700 Umdrehungen. Du hörst ihn absolut nicht, selbst wenn du irgendetwas machst, wie, ich weiß auch nicht, ein Video exportieren. Also etwas Intensives von einem Laptop wirklich anfängt, der Lüfter halt angehen. Bei dem passiert einfach nichts und der bleibt einfach leislig und er muss sich auch nicht irgendwie abtakten, also er hat auch kein Throttling oder so etwas. Und er braucht fast keinen Strom. Das ist, wird ja vielleicht irgendwann auch mal wichtig, wenn der Strom teuer wird. Also so im normalen Betrieb braucht er vielleicht 10 Watt. Wenn du etwas Intensives machst, vielleicht 20. Und über 40 Watt hat er einfach nicht gebraucht, egal mit welchen Benchmarks oder was auch immer. Oder? Und das ist schon ein wahnsinniger Unterschied. Ja? Ich finde, schon 1700 Umdrehungen, das scheint mir hure viel, dass du den nicht hörst. Es ist nichts. Also, du kannst die Range geht von 1700 bis 5500. Was? Aber ich weiß nicht, ob der Lüfter irgendwie so leislich oder gross oder was auch immer ist. Ich, wobei, nein, gross ist er nicht. Ich habe jetzt kurz geschaut, meine, ja. Ich halt so ich weiß nicht, ob ich noch Tour habe. Ich weiß es nicht, aber der läuft jetzt mit 620. Und mein Maximum ist 1200. Aber ist natürlich gross, sind, oder? Also ja, ein grosser Lüfter, der mit 1000 Umdrehungen drüllt, der ist natürlich doch lauter, weil er mehr Luft bewegt, als ein kleiner, der mit 1000 Umdrehungen drüllt. Ja, aber dann müsste dann irgendwie... Ja, nein, also im Prinzip ist, oder, also es ist ja immer, du hast normalerweise hast grosse Lüfter, damit sie müssen weniger umdrehen. Und damit sie trotzdem, das ist grundsätzlich angenehmer, aber am Schluss ist ein kleiner Lüfter, der auch mit wenig Umdrehungen drüllt, der ist immer noch leisiger als der grosse mit den gleichen Umdrehungen, weil du bewegst auch weniger Luft. Und eben, aber ich hätte jetzt eigentlich mit den dreifachen Umdrehungen, das müsste sehr laut sein. Mit den dreifachen, also wenn er auf 5500 hochgeht. Nein, aber meine ist maximal 1100, wo er dreht. Ja. Und dann höre ich ihn, oder? Ja. Nein, also jetzt höre ich ihn auch nicht. Also ich habe den auf dem Tisch und der ist merkst, kein Mucks. Also du musst mit dem Ohr wirklich rangehen und dann hörst du etwas. Oder? Und eben vor allem auch nicht, wenn er etwas macht, etwas Intensives. Das finde ich noch recht beeindruckend. Und er braucht viel weniger Strom, als jetzt wenn du mit einem Gaming-PC oder so etwas schaffst. dann kannst du mal ein Strommessgerät anhängen. Also bist, lieber nicht. Ja, geschieht nicht. Ein Vielfaches von dem. So, jetzt, was kannst du mit dem machen? Oder vielleicht sehr schnell, was nicht passiert ist, sie haben kein neues Design gemacht. Und das ist ein bisschen enttäuschend, weil das Gehäuse, das jetzt der Mac Mini hat, das gibt es schon recht lang. Das gibt es schon seit dem Intel Mac Mini. Und ich habe das mal aufgemacht und innen drin ist hauptsächlich Luft. Also die Apple Silicon Chips, die wären eigentlich so schön klein und effizient, dass man das Gehäuse noch massiv kleiner und besser könnte machen. Aber ich glaube, das haben sie jetzt einfach halt wieder nicht gemacht, weil es teuer gewesen wäre. Ich weiß es nicht. Da ist ja kein neuer Anschluss. Es hat vorne immer noch keinen Anschluss. Hinten hat es irgendwie ein paar Thunderbolt-Ports, also USB-C mit Thunderbolt-Unterstützung und so weiter. Also ist eigentlich nicht viel gegangen. Das ist ein bisschen enttäuschend, finde ich. Aber okay, wenn er dafür immerhin noch günstig ist, dann kann man das machen. Und das zweite Problem, der zweite Rückschritt, der eigentlich passiert ist, ist bei der SSD. Und zwar ist die langsamer geworden in der Basisversion. Und das hat es schon beim MacBook Air, beim neuen, hat es das Problem ein bisschen gegeben. Also wenn du die kleinste Version kaufst von der SSD, 256 GB, dann ist sie langsamer als beim Vorgänger. Und zwar recht deutlich. Das hat den Grund, dass sie den Speicher in grössere Portionen aufteilen jetzt. Also vorher waren es 128 GB Modul gewesen. Das heisst, du hast immer mindestens zwei Chips gehabt, wo der Speicher aufteilt ist. Und das sind dann auch mehr Speicherkanäle gewesen. Und jetzt sind es 256 GB Modul. Das heisst, du hast nur einen Chip und dann hast du einfach weniger Speicherbandbreite. Und der SSD ist dann wirklich deutlich langsamer. Jetzt bei irgendwie normalen Sachen, wie, ich weiß nicht, Webbrowsing und ein bisschen Textbearbeitung und so weiter, merkst du das nicht. Also das ist nicht, okay. Ist nicht langsamer wegen dem. Das Problem kommt dann, wenn du gleichzeitig auch noch wenig RAM hast, wie halt bei der Basisversion der Fall ist, nämlich 8 GB, und das ist nicht so viel.
Und wenn der RAM halt mal voll ist, weil, ich weiß nicht, zu viele Tabs offen hast, einen riesigen Lightroom-Katalog hast, irgend so etwas, dann ist das Prinzip bei Apple ja oder so, geht go Swap machen. Also er holt sich eigentlich Speicher von der SSD. Er nimmt Speicher von der SSD und braucht das wie als RAM. Und wenn du dann natürlich eine langsame SSD hast, wo der Swap muss machen, dann macht es dann wirklich deutlich langsamer. Also bei Sachen, ja, wo der RAM ausgelastet wird oder überlastet wird, wie eben im grossen Lightroom-Katalog, ist dann wirklich jetzt der neue Mac Mini eigentlich langsamer als der alte von der Basisversion. Das ist natürlich ein bisschen schade. Das heisst, in der Praxis, sobald du irgendetwas machst, wo wirklich ein bisschen Leistung braucht, wie eben Fotos bearbeiten oder Videos schneiden oder irgend so etwas, dann kommst du eigentlich fast nicht drum herum, zum mindestens ein Upgrade zu machen. Also entweder kaufst du mehr RAM, 60 GB, oder du kaufst die größere SSD, die dann auch schneller ist und den Swap gescheit machen kann. Oder am besten kaufst du halt beides. Und dann bist du natürlich, und das ist halt so die Strategie von Apple, oder du machst ein günstiges Produkt und am Schluss hast du aber genug Gründe, um so ein bisschen mehr immer zu zahlen und ach, das nehme ich jetzt auch noch und ach, vielleicht noch ein bisschen mehr Speicher und am Schluss kostet es halt eigentlich wieder mehr. Also in dieser Version... Was zahlst du für eine anständige? Genau, die Version, die jetzt wirklich, wo ich finde, solltest du eigentlich kaufen mit 60 GB und 512 GB SSD, die kostet dann 1.089, also sagen wir mal 1.100 Franken. Ist immer noch okay, finde ich, weil du hast wirklich ein Gerät, wo du kannst, also du kannst Videos schneiden bis 4K problemlos. Und das ist für den Formfaktor und für den Preis, finde ich es absolut okay. Also es ist immer noch von mir eine Kaufempfehlung eigentlich, wenn du ein Mac brauchst und wenn du jetzt gar nichts Wildes machst, sondern einfach nur willst du die günstigste Möglichkeit, um irgendwie ein Apple-System zu haben, kaufen, dann kannst du auch die Basisversion für 650 Franken kaufen, noch irgendwie einen Monitor für 200 Stutz und bist wahrscheinlich unter 1000 Franken und hast ein Apple-System. Also das ist schon, ja, das gibt es wahrscheinlich nie nicht. Ja, das ist so das. Und es gibt ja mittlerweile gibt's auch noch mit dem M2 Pro-Chip. Also das werden so die leistungsfähigen Varianten, das hat es vorher nicht gegeben. Und das ist dann, also wenn du jetzt wirklich anfängst, so aufwendige Videoschnitt-Workflows zu haben mit irgendwie 8K oder wahnsinnig viel Effekt und so Geschichten, dann lohnt sich das. Oder wenn du irgendwie, ich weiß nicht, sonst 3D-Sachen machst oder willst du gamen auf dem Mac oder so. Haha, macht dich eh niemand. Spass. Also du kannst zum Beispiel, wenn du das World of Warcraft games, das gibt es nativ unterstützt auf dem Mac. Das ist wahrscheinlich etwas Einziges, wo mir jetzt einfallen und dort kannst du dann... Es gibt schon ein paar, aber es gibt ein paar, aber die meisten sind dann immer noch über Rosetta, also über den Emulator quasi laufen die. Ah. Das geht schon auch, zum Beispiel irgendwie Shadow of the Tomb Raider ist zum Beispiel so eins, was es gibt. Und das läuft okay und dort hättest du dann etwas davon, wenn du jetzt einen M2 Pro kaufst, weil der hat vor allem eins, nämlich mehr Grafikleistung. Kostet aber natürlich wieder mehr, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, 300 Franken mehr für die Basisversion von dem Chip und wenn du den ausgewachsenen willst, dann kostet es noch 600 mehr. Dann hast du auch noch ein bisschen mehr Ports auf der Rückseite, hast einen besseren HDMI-Anschluss und so Sachen. Aber ich sage jetzt mal, für die meisten, die einen Mac Mini kaufen, braucht es wahrscheinlich nicht. Und du kommst mit dieser Version, mit dem normalen M2, für eben irgendwie 1000 Franken mit ein bisschen mehr RAM und mehr SSD, kommst du eigentlich durch. Das so zum Mac Mini. Und eben die Laptops, die habe ich jetzt noch nicht so genau angeschaut, die spare ich mir auf für nächste oder übernächste Woche. Ich mache mal ein Porträt über einen Mac-Gamer. Ja, bitte. Das wäre spannend. Ja. Ich habe es schon probiert. Mein Leben so als... Genau, wo im Herzblut ein Mac-Gamer ist. Ja, ich spiele immer alles 2 Jahre später. Oder gar nicht. Oder? Also das ist ja wirklich etwas. Ich habe das haben wir auch mal probiert, irgendwie ein bisschen zusammenzufassen, was gibt es für Möglichkeiten. Oder wenn du jetzt einen Mac hast zum Gamen, außer dass du einfach einen Windows-PC kaufst. Das ist definitiv die einfachste Möglichkeit. Und sonst die beste ist, im Moment habe ich das Gefühl, wirklich so Sachen wie GeForce Now, dass du halt das streamst und für das zahlst. Und ich habe das Problem schon ein bisschen, weil eben, es schießt mir eigentlich auch jetzt irgendwie noch eine Windows-Kiste neben meinen Schreibtisch zu stellen. Das ist so ein bisschen, aber du kommst irgendwie nicht rum. Ich habe so geschaut, wegen wir reden ja nachher noch darüber und so, aber ich habe dann geschaut wegen das GeForce Now mit Hogwarts Legacy. Das ist eben zum Beispiel eins, was eben nicht drauf ist. Ja, super. Und auch nicht absehbar, weil Warner Bros. Und die sind irgendwie, was sagen, das ist einfach ein Scheissbude. die sind auch komisch. Ja gut, also komm, dann habe ich noch, etwas Lässiges gesehen. Und ich habe vor allem gesehen, habt ihr das sicher auch die ganze... Es ist ja auch wieder so einer von diesen Filmen, wo plötzlich so Videos auftaucht sind auf TikTok und so wegen dem Tanz.
Das ist einfach, das ist irgendwie, momentan ist das der Hit. Und zwar Megan mit dem 3 statt dem E. Und irgendwie, das ist, sie ist halt so ein Roboter. Also, das Ganze ist eigentlich so ein Thriller, ein bisschen Horror, würde ich mal sagen. Mich hat das sehr an Chucky erinnert. Es geht darum, spielt heutige Zeit oder liegt in der Zukunft, dreht sich um so eine Spielzeugentwicklerin, Gemma, und ihre Nichte, die Katie, die hat zusammen mit Eltern einen Autounfall und beide Eltern sterben, das passiert gerade als erstes, und dann ja, übernimmt halt sie die Verantwortung für das Kind. Und das ist recht cool gemacht, wie so die Beziehung zwischen den beiden, finde ich. Die spielen jetzt sehr gut. Sie ist so die eigentlich nichts mit Kind am Hut hat und jetzt plötzlich muss auf das Kind aufpassen, wo sie, glaube ich, vorher nicht so viel Kontakt gehabt hat. Und eben, weil sie halt Spielzeug entwickelt, sind sie schon irgendwie so einem Android-Superspielzeug dran und sie finden dann irgendwie, ja komm, eigentlich wäre ich das noch easy. Ich entwickle einfach das weiter und dann kann die auf die Nichte aufpassen. Am Anfang macht sie es, glaube ich, wirklich hat es mehr fertig entwickelt, einfach nur für ihre Nichten. Aber natürlich findet man alle, shit, so ein urkrasses Spielzeug. So, das ist wie ein Kind, oder? Die Puppe ist so gross wie ein Kind, wie so ein 12-, 14-Jähriges. Und weiß natürlich alles. Eben, ist wie Chat-AI, oder? Ja. Chat-GPT, die weiß alles, die kann alles kontextualisieren und so. Und wie es immer ist mit so Androiden, entwickelt es natürlich dann so ein einen eigenen Willen. Sie ist dann so ein bisschen overprotective über die Katie und ja, yeah. Was man dann halt so macht, wenn man so einen Puppen ist. Wirklich, es ist so ein bisschen Chucky-Vibes. Also, nicht das Kind, das in Gefahr ist, sondern andere Leute, wo sie tut abschlachten, um das Kind zu beschützen, sozusagen. Genau, das ist mehr der Plot, ja. Okay. Und also, es entwickelt sich dann natürlich noch ganz weiter und so. Aber es ist wirklich ein mega unterhaltsamer Film. Ist nicht speziell brutal und so. Also wirklich, also ich finde jetzt, selbst Chucky ist mehr Horrorfilm als der. Und, aber einfach geil gemacht, mega, mega lustig gemacht. Die Puppe sieht mega gut aus. Hat ein witziges Design. Und eben mit dem eigenen Willen, den sie dann natürlich hat. Und einfach wie sie kann einfach auch so gut creepy schauen. Und natürlich dann wieder ja. Sich irgendwie, wenn sie gerade über sie redet, dann ist sie plötzlich, steht sie einfach so hinten dran und so. Ah, was möchtest du mir sagen? Möchtest du mir etwas mitteilen? Verdammt, die verdammte creepy Puppe, Mann! Hey, ja, weißt du, ist einfach eine Schauspielerin, die sie verdammt krass geschminkt haben? Oder haben sie noch irgendwie etwas mit CG dran gemacht? Ich glaube, das ist eh mit CG. Ich wollte es im Fall auch noch nachschauen. Aber es ist... die war auch schon bei Talkshows und so. Darum... also, die das Puppe, hätte ich gerne nachgeschaut. Ja, die Puppe, ja, genau. Bei Jimmy Fallon habe ich sie irgendwie gesehen. Okay. Aber also, das ist lustig. Sie sieht dann also, auch sicher so aus. Also wird schon irgendeine Schauspielerin sein. Ja. Mit irgendwie, sicher als Bodydouble haben sie genommen, weil das sind ja Bewegungen, die macht, Tanz und alles. Das kann die genau. Ja. Das wäre auch sehr kompliziert mit CGI zu machen. Dann nimmst du ein Bodydouble, weißt, machst die Dots im Gesicht und ersetzt es dann am Computer durch so eine creepy Puppe. Ist jetzt mein Shot, also habe ich das Gefühl. Ich hätte jetzt auch so etwas vermutet, ja. Weil ich kann eigentlich noch mal schauen, wer die Schauspielerin war. Ich hatte nur gerade die Stimme, hat es mir irgendwo gezeigt. Aber das ist sicher eine Schauspielerin gewesen. Das weiß ich leider nicht, habe ich nicht nachgeschaut. So wie der Schauspieler, eben, ich finde die Spielentwicklerin, ich kenne die auch nicht, Alison Williams, wie gespielt. Und Violet McGraw ist, glaube ich, die das Kind spielt. Die spielt mega gut. Das ist mega glaubhaft, finde ich. Einfach, schon. Sie ist mega verschlossen. Ja, ich habe gefunden, sie ist so verschlossen, weil, ja, logisch, traumatisiertes Erlebnis ja. Und so. Und die andere einfach, findet man so, ich habe nicht mehr das iPad und die andere, ja, wie viel Screentime. Ah, die zwei meinst du, okay. Ja, sorry, die zwei. Diese Screentime ist mir gleich. Mach einfach, ich muss kurz noch ein bisschen arbeiten und so. Und einfach irgendwie das Gefühl, das macht noch vieles aus. Weißt du, das Ganze nicht einfach nur so einen billigen, trashiger Horrorfilm ist, sondern es hat schon so ein bisschen, die Menschen sind recht glaubwürdig. Und cool. Der Ronny Cheng ist der Boss, das ist so ein Comedian, den sehe ich jemanden, der ist auch bei der Daily Show, macht er mit. Den finde ich recht lustig. Ja. Und er ist so ein der Firmenboss und findet so, ja, bring mal die Erfindung, brauchen wir. Oh geil, machen wir mega Geld damit, los, rausbauen und so. Und er ist einfach so ein der überhebliche typisch, der so, scheißegal, machen. Und ja, Geld hat Probleme an den Werfen. Der spielt recht lustig. Also, es ist auch ein lustiger Film. Es ist nicht irgendwie ein völliger Psychothriller. Megan, genau. Läuft auch noch im Kino. Cool.
Cool, cool. Ich brauche bei so Filmen immer ein bisschen Suspension of Disbelief, weil ich stelle mir es immer vor, also in echt, wenn ich jetzt meiner Tochter oder meiner, keine Ahnung, Nichte, whatever, so eine Puppe würde entgegensetzen. Die Puppe ist ja schon huere creepy. Also das wäre für mich schon so, nope. Ja, nope, machen wir nicht. Die kommen nicht ins Haus, die huere Puppe. Und nachher auch die aus dem Trailer. Ich habe jetzt halt nur den Trailer gesehen, weil die Beziehung, weißt, die Tochter ist jetzt so, ah, oh, die Puppe ist meine beste Kollegin, ich liebe sie, sie ist super und so. Und ich denke einfach so, wow, in dem Alter, ich hätte huere creep. Hockt im Zimmer auf ihrer Ladestation und gafft ihr den Schlaf dazu, Mann. So ein so creepy, Mann. Das ist so. Niemals wird das ins Haus kommen. Nein. So gut. Nein, das ist, genau, das habe ich auch gefunden. Aber dafür, was auch noch interessant thematisiert, ist mit so, die kann ja dann auch alles. Weißt, die kann das Kind trösten, die weiss zu allem irgendwie etwas und geht dann schon aus durch die Diskussion. Ja gut, aber wenn sie all die ganzen älteren Rollen übernimmt, was braucht es noch? Sie unterhalten das Kind perfekt und so. Da musst du dich um gar nicht mehr kümmern. Das habe ich schon interessant gefunden, weil das ist, wenn das mal je nach gutem Spielzeug ist, das ja tatsächlich irgendwo, muss man sich das überlegen. Oder? Ja. Genau. Ja. Nein, aber es war sehr unterhaltsam gewesen. Kurzweilig, 1,5 Stunden, glaube ich, irgendwie so. Das ist cool. Sehr cool gewesen. Ja, dann gehen wir weiter in etwas, wo man definitiv nicht die 1,5 Stunden fertig spielt. nämlich Hogwarts Legacy. Das haben wir das dritte haben das gespielt. Und Domi, du hast am längsten gespielt. Das ist ja, sehr wahrscheinlich. Jetzt bei 9 Stunden so ungefähr. So. Bei 9? Ja, ungefähr. Mir zeigt es 8 an, aber das ist, weil ich es irgendwie laufen lassen habe. Weil ich wollte es auf dem Steam Deck streamen. Ah. Und ich habe es kurz laufen lassen, etwa 2 Stunden. Ich habe das Gefühl, ich habe etwa 6 oder so gespielt. Und Kalesen, wir sind beide solche Harry, also gut, Luca weiss, ich Harry Potter-Fan, aber du, Domi, schon auch, oder? Früher mega und dann jetzt aus irgendeinem Grund plötzlich bin ich gar nicht mehr Welt drin gewesen, habe die letzten Filme auch nicht mehr im Kino geschaut, keine Ahnung wieso. Vor ein paar Jahren, als ich in London war und da in der Warner Brothers Harry Potter Welt, das hat dann meine Liebe für die Franchise wieder neu entfacht und darum habe mich jetzt doch schon sehr gefreut, dass das Spiel rauskommt. Bücher aber gelesen. Domi, du hast Bücher gelesen? Ich habe Bücher gelesen, ja, voll. Genau. Okay. Was hast du wohl sagen, Luca? Ich wollte gerade sagen, wegen dem Studio. Ich war auch da gewesen, mit meiner Frau. Wir haben den Audioguide gemietet. Wir sind so lange dort drin, gewesen, dass die Batterie vom Audioguide leer war, bevor wir durch waren. Oh mein Gott, so gut. Yeah. Also etwa 6-7 Stunden oder so etwas. Okay, in dem Fall wirst du in diesem Spiel etwa 1000 Stunden verbringen oder so, nehme ich an. Ja, hundertprozentig. Domi, wolltest du es gerade zusammenfassen, was es geht? Ja, voll. Genau, für die, die es gar nicht kennen oder noch nichts von diesem Spiel wissen, du übernimmst in diesem Spiel die Rolle von einem Fünftklässler oder Fünftklässlerin und gehst nach Hogwarts, um dort lernen, wie man Hex oder Hexerin wird. Und wieso, dass du Fünftklässlerin bist oder Fünftklässler, wird nicht wirklich erklärt. Es wird während der Story nachher so ein bisschen angedeutet und so, aber wenn wir ehrlich sind, ist einfach der Grund, es ist spannender, als ein Fünftklässler zu spielen, anstatt ein Erstklässler, weil du als Fünftklässler in Hogwarts mehr kannst machen. Und du wirst so reingezogen in eine Goblin-Revolution. Goblins, das sind im Harry Potter-Universum die wunderschönen kleinen Kreaturen, die unter anderem in der Gringotts Bank arbeiten. Und die werden ja von der Menschheit, von den menschlichen Zauberern, werden die nicht versklavt, aber sie sind nicht gleichgestellt mit den Menschen. Und da gibt es einen, der Ranok heisst er, der kämpft dafür, dass die gleichgestellt werden, beziehungsweise der will mehr, der will das Goblins die Weltherrschaft übernehmen und die Menschen versklaven sozusagen. Und du wirst da irgendwie reingezogen, weil du eine Verbindung hast zu alter Magie und wie genau die Verbindung mit der Revolution zu tun hat, das wird dann eher im Verlauf der Hauptgeschichte näher beleuchtet. Aber ich bin ehrlich, die Hauptgeschichte hat mich dann irgendwie nach 2-3 Stunden am Anfang ist sie mega im Fokus, aber sobald das Spiel ein bisschen auftut, ist es mir eigentlich egal gewesen. Ich wollte in dieser Welt sein und die Hauptgeschichte ist so ein bisschen vor sich hergetümpelt und ich habe einfach sonst Zeug gemacht. Ich weiß nicht, ist es euch ähnlich gegangen mit der Story, oder? Ich habe genau das gleiche mir aufgeschrieben. Ich habe einfach die Filme gesehen, habe die Bücher nie gelesen. Die Filme sehr unterhaltsam gefunden, auch schon mehrfach gesehen und so. Mich hat es auch mega wirklich reingezogen, weil es einfach so eine geile hure Magiewelt ist. Aber was mir jetzt danach immer mehr aufgefallen ist, ist wirklich, die Story ist eigentlich völlig langweilig und wird wirklich, finde ich, zum Teil ein bisschen plump erzählt. Also wirklich so ein bisschen Schulroman-Niveau. Es ist einfach, die ist völlig okay. Deine Figur ist
ultra langweilig. Also weißt, einfach, ich finde, der ist völlig charakterlos. Der redet so langweilig und so. Das ist ein bisschen schade. Aber sobald du in die Welt rausgehst, die Welt ist geil. Die Welt ist voller Geheimnisse, du hast Zeugs entdecken und so. Und dort finde ich die Fotos davon leben. Ich finde eigentlich schade, finde ich, dass jetzt... Vielleicht wird es ja noch spannender, aber jetzt am Anfang ist es schon wie... Die Sachen, die du machst, auch für den Teil der Hauptquest, ist dann irgendwie spannend, oder? Weil du irgendwie so einen Dungeon runtergehst und wie in den Filmen, oder, also für mich sind es den Filmen halt so die Rätsel löst, wo sich alles irgendwie bewegt und so mit deinen verschiedenen Zaubern. Aber dann redet er wieder so ein bisschen, das ist einfach so immer so ein bisschen gleich, monoton. Das ist ein bisschen langweilig irgendwie. Also, das ist schade, aber der Rest finde ich. Ja, und voll, also voll. Mein Highlight ist vor allem Hogwarts und also wie das designt ist und allgemein in den Räumen, nicht nur in Hogwarts, sondern auch in dem Dorf, das nördlich von Hogwarts ist, Hogsmeade, wenn du in einen Shop reinläufst, das ist so krass, wie viele Details dort sind. In jeder Szene, die du anschaust, es bewegt sich überall irgendetwas. Überall hast du irgendwelche Geheimnisse, die du kannst entdecken, Geheimgänge oder sammelbare Gegenstände. Das ist wirklich so, wenn du durch die Innenräume läufst, dann wirst du einfach immer abgelenkt von irgendetwas und das ist so geil, du kannst dich wirklich in dem Hogwarts und in diesen Innenräumen verlieren und das war so ein bisschen mein Highlight gewesen. Klar, die ganze Spielwelt, die dann offen ist, wo du dann kannst rumfliegen, überall herfliegen und so, ist auch cool, aber für mich ist vor allem so der Detailgrad von Hogwarts und von den Innenräumen, habe ich so geil gefunden. Das ist das absolute Highlight von diesem Spiel für mich. Mhm. Voll, voll. Also ich habe mich auch mega oft, wenn irgendwie die Story war, so gang in den Unterricht, das ist so irgendwie... Ich habe mir vorgestellt, die Klasse steht auf mich am Warten und ich bin so einfach im ganzen Schloss am Umstreuen. Revelio. Das ist kein Bock auf Unterricht. Ist alles viel Spaß. Also, nein, der Unterricht ist geil, aber es ist einfach es macht so Spass, das Schloss zu erkunden. Es ist riesig, es ist gigantisch und es ist alles verknüpft. Du kannst eigentlich überall an, wo du siehst, du kommst durch all die Gänge, hey, ich bin plötzlich so, oh shit, das ist, glaube ich, der Raum für irgendwie Zaubertränke. Und dann bin ich wieder raus, irgendwo die Stege rauf, links, rechts und plötzlich, oh, das ist, glaube ich, der Raum für das und jenes. Also es ist Wahnsinn, das ist so wirklich magisch und gross. Und eben, wie du sagst, überall die Details, irgendwie Instrumente, die irgendwo in einer Ecke am Musik spielen sind, weißt du, so, ohne dass irgendjemand dabei ist, einfach nur das Instrument selber. Geister, die durch die Wand durchjagen, kommen, irgendwie der eine wird von einer gejagt, der andere ist irgendwie, keine Ahnung, ist der Piefs, der sonst irgendwie Schabernack treibt. Das ist überall, jedes Wandbild bewegt sich, wenn du es anschaust, weil es ist ja so, in Harry Potter Bildern bewegt sich. Es ist verrückt, du kommst in die Welt rein und es ist wirklich so der Traum, den ich seit 20 Jahren hatte, wo ich das Buch das erste Mal gelesen habe. Wie ist es echt, selber mal in das Schloss zu kommen, wirklich als Schüler aufgenommen zu werden, ins Haus zugewiesen zu werden, das erste Mal aufzuwachen im neuen Schlafraum, in den Unterricht zu gehen, raus, aufs Gelände rauslaufen, die Ländereien anzuschauen und so weiter. Und das Feeling kommt in diesem Game mega, mega rüber. Also das hat, ich finde, ich hat es 100% getroffen, genau das Feeling. Dazu auch die Musik ist ja mega vom John Williams inspiriert. Also es ist, abgesehen vom Harry Potter Theme, das drin ist, hörst du, also ich kenne die Musik von Harry Potter Film in- und auswendig. Wirklich, praktisch die ganze Musik. Und ich höre immer wieder, also wirklich immer so Anspielungen von, das ist die Musik von der Professor Umbridge, die es da ein bisschen abgewandert hat. Das ist die Musik von Gryffindor, das ist die Quidditch-Musik, das ist die Musik von dort. Ich höre überall John Williams und aber auch die anderen Komponisten in dem Score von dem Game raus. Es macht es einfach mega. Ich habe immer so oft wirklich so Gänsehautmomente als Fan. Derart, auch wenn es stimmt, was ich sage, das ist wirklich nicht das innovativste Gameplay. Die Story ist relativ plump. Ich finde, Charaktermodelle sind auch mega hölzern, auch wenn sie einmal so reden. Das ist wirklich nicht PS5-Niveau. Das ist so irgendwie, sie lacht und du weißt, dein Charakter macht kaum, verzieht kaum die Miene und das macht so hahaha, oder? Merkst einfach so, es ist nicht überall, es ist nicht irgendwie, keine Ahnung, Naughty Dog-Niveau oder Rockstar-Niveau, weißt du, die AAA-Games, so wirklich so ein bisschen das krasseste Detail. Aber es ist immer noch fantastisches Game für mich. Ganz als Harry Potter-Fan. Es ist überraschend gut, finde ich. Avalanche macht es ja. Und sind jetzt auch nicht irgendwie bekannt für irgendwie. Also, die machen auch geile Spiele schon gemacht, aber ich habe schon das Gefühl, da haben sie jetzt irgendwie noch mehr Qualität drin. Und ich finde eben genau die Welt und das Gameplay haben es echt gut angebracht. Das, was du noch gesagt hast mit den Häusern, ich war recht gespannt gewesen, wie das gemacht wird. Hat das noch lustig gefunden, wenn du den Hut aufgesetzt bekommst und dann kannst du ein paar Fragen beantworten, aber es sind dann etwa nur zwei. Ja, es waren zwei dann, Fragen gewesen, ja. Ja, 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 es hätte das ein bisschen ausbauen können. Ja, vor allem, und es gibt dann ja das Haus, du kannst aber auch sagen, nein, nimm einfach ein anderes. Und
Das finde ich ehrlich gesagt schade. Das hat null Auswirkungen. Ja. Welches Haus du hast und wie du dich verhaltest, hat keine Auswirkungen. Und du kannst ja dann auch so ein bisschen den Dark Wizard machen. Aber es ist nicht wirklich... Du wählst einfach ein bisschen andere Skills. Also das ist irgendwie, verstehe ich nicht ganz, warum man das nicht... Das hätte jetzt auch ich, wo jetzt nicht, ohne dass ich jetzt mega Fan bin, irgendwie gefunden, das hätte ich mehr wollen. Ich hätte irgendwie, ich hätte geil gefunden, ich hätte es nicht wechseln können. Ja, voll. Aber ja, das wäre für Harry Potter-Fans vielleicht scheiße gewesen. Ja, das verstehe ich. Ja, weil du hast, weißt, vielleicht in deiner Wunschvorstellung bist du Slytherin und dann wirst du Hufflepuff zuteilt. Was machst du dann? Hufflepuff. Das Game nochmal neu starten. Nochmal neu probieren. Und du hast ja noch ein bisschen zum Gamen bis zu dem Punkt. Also, das ist schon für mich schon klar gewesen, dass es muss. Am Schluss kannst du einfach wählen, was du willst. Ja, ich habe es auch gedacht. Hey, aber noch ein Punkt, den ich positiv überrascht war, das Kampfsystem. Da war ich von den Gameplay-Videos sehr skeptisch gewesen, aber ich muss sagen, es fängt hure. Es ist ja mega darauf ausgelegt, dass so die Zaubersprüche, die du lernst, und du lernst wirklich am laufenden Band immer neues Zeug, dass die kannst kombinieren während dem Kampf und dass die Gegner möglichst lang beschießen mit Zaubersprüchen. Du kannst sie in die Luft befördern, du kannst sie dann zu dir befördern und währenddem halt die ganze Zeit abschießen. Und das ist so ein bisschen der Kombo-Gedanke, der dahinter steckt. Und wenn du das mal verinnerlicht hast, dann kannst du wirklich hure krasse Moves aneinander hängen. Und das macht schon ein bisschen süchtig. Und ich bin echt überrascht, wie gut das funktioniert. Es hat einen guten Flow vor allem. Ja. Es ist nicht God of War, aber du musst ausweichen, du kannst blocken und du kannst im richtigen Moment blocken, dass du gerade noch einen Konter machst. Dann haben sie wie verschiedene, du siehst an ihrem Schutzschild dann, welche Farbe, dann kannst du mit dem Angriff dann den Schutzschild wegmachen und so. Ich habe auch gefunden, es ist so angenehm hektisch und dann hast du durch deine Ancient Magic da, kannst du noch so Superpowers machen, kannst du Sachen anrühren. Das finde ich auch, das habe ich voll gefühlt und hey ja, eben, es ist einfach geil, dass so die Welt einfach zu erkunden, ist wirklich, macht hure Bock. Ich hoffe schon, dass kommen noch irgendwie so vielleicht ein paar geile Nebenquests, die spannend sind. Das würde mich dann das würde noch so endgültig reinziehen. Aber ja, sehr cool. Also ich mache auch Lust, ich bin auch Harry Potter-Fan, aber ich habe keine Zeit gehabt, um irgendwie das Spiel oder so etwas. Aber, und ich habe auch keinen PC. ein bisschen schade ist, finde ich, dass irgendwie die Leute, die Welt müssen ein bisschen mehr reagieren. Ich meine, du kannst da rumzaubern, das Zeug kaputt schiessen, irgendwie bei den Professoren das Zeug vom Tisch klauen. Das kannst du machen, wenn du willst, Oh, geil, ich habe noch einen Nahtzug gefunden in deinem Zimmer. Ist okay, wenn ich den mitnehme. Ja, voll. Das ist eben genau das, was ich meine. Mit, es ist nicht ganz irgendwie so Naughty Dog oder Rockstar Level of Perfection, weißt, wo genau so Zeugs immer auch noch drin hast. Und man merkt, dass wir verwöhnt sind, wenn man uns so Sachen auffällt, dass es nicht so Zeugs nicht so kleine Details, die halt die Welt einfach noch lebendiger machen, nicht hat. Aber es ist immer noch fantastisch. Ja, von nachher bei Zirzred. Eben Hogwarts Legacy. Wir haben noch, dass der Domi und ich machen, das nehmen wir nachher dann auf, noch ein angespielt. Der Luca auch. Machen wir das dritte? Ja. Ah, das habe ich gar nicht gewusst. Ah, geil, Luca, ich bin überrascht. Kann ich mir noch denken, du hast doch mit dem Luca auch noch irgendetwas abgemacht? Okay, wir machen das dritte. machen wir dann noch ein Video dazu. Und genau, wir haben auf der, das habe ich eigentlich am Anfang wollen einführen, aber ich habe auf der Seite haben wir noch einen Artikel über die ganze Diskussion über die transfeindlichen Aussagen halt von der J.K. Rowling. Sie hat ja eben nichts eigentlich direkt zu tun mit dem Game. Also da die hat sich ja distanziert, die Entwickler, um eben zu sagen, nein, die Story und all das Zeug ist von uns. Und ich habe natürlich, ich einfach gleich gefunden, die Diskussion ist halt spannend. Und weil ich merke es auch, für mich ist es ein bisschen so ein Dämpfer. Mich stört das halt ein bisschen. Also ein bisschen vermisst es mir den Spass, dass es einfach einerseits das Season-Zwetschgen ist und ich meine, man hat es in den Kommentaren bei uns, die Story läuft ja gerade, ist einfach schon irgendwie, die Diskussion ist nicht sehr zielführend irgendwie. Also es wird, das ist ein bisschen schade, dass man es nicht ein bisschen differenzierter kann sehen. Und ich finde, wir haben, der Artikel ist an ich gemeint, ist sehr differenziert mit verschiedenen Meinungen. Weißt du, irgendwie, ihr zwei sehen es zum Beispiel auch anders. Dann haben wir noch verschiedene Transpersonen, wo es ein bisschen mehr betrifft, logischerweise. Aber die meisten haben ja irgendwie gefunden, schlussendlich musst du es schon irgendwie halt auch persönlich entscheiden. Und wiederum, logischerweise, dass du das sie indirekt unterstützt, das ist ja auch einfach ein Fakt. Das ist ja nicht irgendwie. Ja, sie hat halt immer das heisst nicht, dass du die gleich Meinung. Weil sie. Ja, genau, es ist nicht so, dass du die Meinung. Mit Recht dran und es gibt halt Geld und das ist natürlich. Und das ist massive Werbung für Bücher und Filme, aber das heisst ja nicht, dass du das unterstützt, was sie macht. Ja. Aber. Genau, jedenfalls einfach, könnt ihr gerne lesen und.
eben, vielleicht könnt ihr eine Gegensteuer geben. Vielleicht sind wir auch der gleichen Meinung. Egal, ich habe gefunden, es ist noch, das gehört einfach auch irgendwie in die Diskussion. Aber wie gesagt, auch ich finde das Spiel selber schon geil. Und auch der Luke hat das ja schon oft gesagt, dass die es ja machen und so, die haben ja nichts dafür. Das ist, die haben das geiles Spiel gemacht. Und es gibt ja auch im Game auch sogar eine Transfigur, in den Bytes dort dann einfach. In drei Besen, glaube ich. Genau. In Hogsmeade. Ja, genau. Da kommt es mir übrigens noch Sinn. Jetzt ist mir gerade Sinn gekommen, als das Game angefangen hat, habe ich das Gefühl, wegen einem lustigen Bug. Weißt du, Open World Games sind ja eigentlich so notorisch für so Bugs. Und es fängt doch an mit dieser Kutsche. Ja. Und dann hockt dort einer auf dem Kutschen-Dings und hat so unsichtbare Zügel in der Hand, kein Ross vorher. Und ich so, schau mal, das ist Scheiß, Mann, schon ein Hurenbug in der ersten Szene. Und dann so, nein, das ist stimmt, das ist magische Rösser. Das ist so. Ich habe schon gezeigt, schau! Hast du einen Screenshot machen und so? Das ist im Fall auch in den Büchern, in den Filmen. Also in den Filmen siehst du es nur wirklich, glaub, ganz am Rand, wenn du ganz gut schaust. In den Büchern wird das aber klar erwähnt, dass am Anfang in den ersten Büchern sind das immer pferdelose Kutschen, die wie von Zauberhand angetrieben werden. Mhm. Und erst später in den Büchern findest du heraus, von was die in Wirklichkeit gezogen werden und wann, ab wann man sie kann sehen oder nicht. Aber ich spoilere jetzt einfach mal nicht. In den Filmen habe ich es bei einem Kopf, also mir ist das Bild dann bekannt vorgekommen. Ich habe das Gefühl, ich habe es in den Filmen auch gesehen. Ja, absolut. Darum habe ich es dann eingeschnallt, dass das kein Bug ist. Dass da das Gefühl, Film wird es im fünften. Im Spiel wirst du es dann auch noch sehen, so wie ich die Geschichte abschätze, sage ich jetzt mal. Ich will da nicht zu viel verraten, aber ich glaube, man wird es noch sehen. Aber so Bugs habe ich dann übrigens schon gesehen. Leute, die einfach irgendwie komisch an der Wand aussehen und einfach irgendwie hocken World. In der Luft. Ja, ja, ich kann zuerst sagen, es ist Ja, eben, das ist Magie. Ich habe im Gryffindor-Raum, ich bin ein Gryffindor und habe dort hat es ein Mäkli, ich weiß nicht, was ihr sind, aber dort hat es ein Mäkli, das auf dem Schornstein rumturnt. Und das ist aber bewusst, sie macht das einfach extra, weil sie es lustig findet. Aber dort habe ich am Anfang gedacht, Hurenbug, da ist einfach eine Schülerin auf dem Schornstein oben dran und tanzt dort umeinander. Ich habe Hufflepuff genommen, weil der Name ist so gut. Hufflepuff, das ist einfach gut. Ja, etwas, was ich auch noch geil finde, weil ich gerade Dead Space gespielt habe. Dort hast du auch schon den Knopf drücken und dann zeigt er immer so eine Linie nach, wo du durch musst. Ja, ey. Und da ist so ein Zauberbuch, weil am Anfang habe ich mich genervt, du schaust immer auf die Karte und kannst dein Zeugs nicht anschauen. Das ist das Dümmste an Games. Mhm. Und das ist genial, dass du auch noch kannst einfach sagen, du kannst einfach so eine Linie einschalten, eine Zauberlinie, die dir genau den Weg markiert. Und das ist viel besser. Du kannst einfach rumlaufen, blind, du kannst alles angaffen und siehst immer, wo du durch musst. Super. Ja. Das mit, genau, es ist sehr ein Mainstream-Game. Das finde ich, merkt man schon auch. Es nimmt dich sehr an der Hand. Aber hey, ist ja klar irgendwie. Gut, also komm, dann mache ich das jetzt nur noch kurz mit dem zweiten Game. Wir wollen ja nachher unseren Spoilercast noch. Ich habe vielleicht sogar das Spiel auch für Samuel, und zwar Season A Letter to the Future. Das ist fast so ein bisschen ein meditatives Spiel. wirklich, du... Es ist schon schwierig zu beschreiben. Es spielt in so einer die Welt dann für sich echt aus, aber du merkst schon, es ist so ein bisschen eine magische Welt, wo irgendeine geheimnisvolle Katastrophe steht offenbar bevor, wo irgendwie das Ende einläutet, das Ende von dieser Season und halt eine neue Season einläutet. Und du wohnst irgendwie in so einem verlassenen Kaff, der so ein bisschen abgeschottet ist. Und weil man eben weiss, irgendwie die Welt geht zu Ende, erlaubt man es jetzt dir, sonst hat offenbar nie jemand das Kaff verloren, erlaubt man es dir jetzt irgendwie rauszugehen und du sollst das dokumentieren mit Kamera und mit so einem Audiorekorder, sollst du die Welt aufnehmen. Und du läufst wirklich einfach rum und du hast einfach Sachen, die du spannend findest, kannst fotografieren und wenn es dann wirklich auch irgendetwas ist, dann sagt sie dann auch noch etwas dazu. Und es ist auch ein bisschen magische Welt. Du hast gewisse Blumen, die reden irgendwie, wenn du sie, oder hörst irgendwelche Klänge, wenn du sie aufnimmst. Und so tust du eigentlich wieder den Sinn oder das Geheimnis von dieser Welt ergründest du eigentlich, indem du sie eben so dokumentierst. Und du fährst halt einfach mit dem Velo ein bisschen rum. Weißt du, wirklich mega schöne Landschaften. Es sieht super schön aus, auch Grafik habe ich jetzt also, schon gesehen. Es ist gezeichnet, aber mega schön. Ja. Ja. Ich finde auch den Stil wirklich mega geil. Und du erfährst ihn irgendwie ein bisschen mehr. Und es geht auch so um Erinnerungen. Und es fängt dann auch wirklich so an, du machst mit deiner Mutter zusammen so ein Amulett, das dich irgendwie schützt vor so Verlust von Erinnerungen. Und du machst das, indem du Erinnerungen, also du nimmst irgendein Foto von deinem Vater oder so, dort in so einen
zum Trankbrau in seinen Kessel tust. Und die Erinnerung verliert dann aber deine Mutter. Das ist, noch, das ist speziell gemacht irgendwie. Und ja, schlussendlich tust du das Zeug und fötterlich und aufnimmst, das kannst du in deinem Scrapbook dann sozusagen zusammensetzen. Du hast dann wie so, am einen Ort ist irgend so ein Obstgarten oder so, wo du findest. Und der hat eine Seite im Buch oder einen Obstgarten. Und dann kannst du einfach, du musst einfach so losen, so ein paar Sachen, die du dort in diesem Ort gefüttert hast oder aufgenommen hast, kannst du dann einkleben und dann tut es dir die Seite wie vervollständigen. Also weißt du, es hat sehr lose irgendwie Quests zu machen. Ich glaube, du könntest, kannst das gezielt machen, wenn du mehr wissen willst, oder? Dann kannst du zum Teil wirklich Sachen finden, aber du musst überhaupt nicht. Und darum eben sage ich meditativ, weil eben, es ist völlig so ohne Druck, erzählst du dir auch sehr ruhig, geredet und du begegnest auch ab und zu Menschen und so. Aber hure chillig und eben mega schön und einfach ist noch geil, dass du kannst so mit dem richtig alten Kassettenrekorder so klickst und dann hörst du noch so das Bändchen, das läuft und dann nimmst du auf und so. Und dann tönt es auch anders, wenn du es aufnimmst. Das ist wirklich sehr cool gemacht. Sehr spezielles Game. 30 Stutz für PlayStation und PC. Season A Letter to the Future. Ja, dann wären wir am Ende vom offiziellen, je nachdem wie man es sieht, Teil vom Podcast. Genau, könnt ihr uns wirklich sehr gerne Feedback und so oder Fragen oder Inputs über was sollen wir quatschen, könnt ihr uns gerne schicken an podcast.digitech.ch oder in unserem Discord-Kanal. Dort schaue ich auch immer sehr gerne rein. Und ja, dann sind wir in einem kurzen Moment wieder da mit der Last of Us und ohne Samuel, weil ich glaube, du hast immer noch nicht doch, gesehen, oder? Doch, doch, nein, ich bin dabei. Ich habe am Wochenende aufgeholt. Ah, du bist jetzt auch? Schau ja, jetzt. Doch, nein, ich bin dabei. Ich tue dir Unrecht. Extra. Genau. Aber ich mache trotzdem einen kleinen Break, damit ihr einfach Zeit habt, um von unseren Spoilers davor zu rennen. Und wir hören uns gerade wieder. Ja, da wären wir zurück. Zurück mit The Last of Us. Und Folge 4. Ich muss gerade mal kurz überlegen, was dort passiert ist. Es ist eine weniger bemerkenswerte Folge als auch schon, aber ich habe sie auch wieder sehr gut gefunden. Aber darum, Luca, du kannst das sicher wieder sehr schön zusammenfassen für uns. Ich übernehme. Staffel 1, Episode 4 mit dem Titel «Please hold to my hand». Regie geführt hat Jeremy Webb. Der hat unter anderem auch schon bei der Umbrella Academy Regie geführt, «Downton Abbey» und «Masters of Sex». Und die Episode ist die bis jetzt kürzeste mit 45 Minuten gewesen. Und so, jetzt ein Teil für dich, Phil. Wo stehen wir zuletzt? Haben wir ja die herzzerreißende Geschichte gesehen, wie der Joel und Ellie zu einem Auto gekommen sind. Und zwar ja, in einer der vielleicht besten TV-Episoden von der TV, ja, von einer TV-Serie, die es je gegeben hat. Das behaupte ich jetzt einfach mal. Damit war ziemlich klar gewesen, auch für mich schon, dass es jetzt schwierig wird, auf so eine grossartige Episode zu folgen und nicht irgendwie ein bisschen abzufallen. Der Joel und Ellie haben jetzt nämlich endlich ein Auto und können sich damit endlich auf den Weg quer durch Amerika machen, um in Wyoming den Tommy zu finden. Joel, sein Bruder, der steckt nämlich in irgendwelche Schwierigkeiten und soll aber dank seiner alten Verbindungen zu den Fireflies Ellie zu Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern bringen können, wo es Gegenmittel gegen den Fungus, gegen den Pilz entwickeln können, wo die ganze Welt befallen hat. Und zwar eben mit dem Blut von der Ellie, weil die Ellie ist vielleicht der einzige Mensch auf der Welt, der immun ist. Und bevor wir jetzt eben Szene für Szene durchgehen, schlage ich vor, fangen wir mit einem kurzen ersten Eindruck an. Du hast schon gesagt, Phil, quasi, ich habe sie auch sehr, sehr, sehr solid gefunden, mehr als das, also wirklich auf einem verdammt hohen Niveau. Aber es hat sich auch sehr nach Setup angefühlt für Sachen, die noch kommen. Ich teile das 100% wirklich so. Ich finde es so gut, mal so eine Episode dazwischen zu haben, wo dir nicht das Herz zerreißt, sondern das Setup zum Herz zerreißen macht, sozusagen. Und ich glaube, die nächste Episode wird dafür dann wieder abgehen. Und eben trotzdem ist viel passiert, finde ich. Es hat die Geschichte recht vorangebracht. Wir haben neue Charaktere kennengelernt und darum habe ich so eine sehr, sehr gute Episode gefunden insgesamt. Ja, genau. Ich war auch wunderbar unterhaltsam gewesen. Einfach auf so einem guten Niveau. Ich hatte den Hank Williams-Song, den ich auch nur weiss, weil er auf dem Kassettchen gestanden ist. Aber der hat super passt zu dem Roadtrip-Szene am Anfang. Habe ich richtig geil gefunden. So Zeug finde ich immer toll. Ja. Ich habe auch gefunden, es ist echt eine safe Folge. Also vielleicht mein genereller Eindruck noch, weil ich jetzt so ein Nachzügler bin, also über die Serie an sich. Also ich habe ja angefangen mit Episode 1 und habe so gefunden, so, vielleicht
ich muss wieder abbrechen, weil es ist so Zombieserie und so, Walking Dead habe ich überhaupt nicht gut gefunden oder ist einfach nicht mein Ding gewesen, sagen wir so. Und habe ihn aber gezwungen und bei der zweiten Folge bin ich langsam reingekommen und dachte, ah doch, mal, ist wirklich cool, ist irgendwie mal ein eine andere Geschichte und so und die Schauspieler sind super und so, wo dann der Nick Offerman in der Folge 3 gekommen ist, dort haben sie mich dann gehabt. Also ja, okay, super, tipptopp. Schaue ich weiter und jetzt eben diese Folge habe ich gefunden, ist wieder ein bisschen eine safe Folge, eher wieder so ein bisschen, wie ich es mir gedacht habe am Anfang und mehr so eben, um ein bisschen die Charaktere weiterentwickeln. Was mir einfach immer wieder mal auffällt, vor allem jetzt so am Anfang, ist, wie visuell grossartig das gemacht ist. Also es ist wirklich so die Landschaften, die dort durch die Ebenen durchfahren und so weiter. Und ich bin halt da kürzlich in den USA gewesen, darum habe ich so einen Wiedererkennungseffekt ein bisschen gehabt. Wahrscheinlich völlig an anderen Ort, aber auch wie das gefilmt und gemacht ist und auch wie es graded ist, also wie die Farben gemacht sind und so weiter. Das ist wirklich grossartig. Ja. Ich habe in meinem Fall auch die eine Folge noch mal reingeschaut, wo so die überwachsenen Hochhäuser siehst. Und dort habe ich dann gleich mal sagen, das ist auf eine Art, die haben einfach nicht besser angebracht, offenbar, aber das ist im Fall irgendwie wie im Game besser gewesen. Weil das Game hat halt, ist ja schon so hure hochauflösend und dort ist alles natürlich ein Game aus einem Guss. Und ich finde dort hat das ein bisschen mehr wie ein Fremdkörper gewirkt, weil es einfach halt der Computerhintergrund und einfach irgendwie nicht, es ist einfach nicht perfekt. Und da wiederum, wo es wirklich einfach Landschaften mega geil inszeniert und garantiert auch zahlreiches CGI so vermutlich noch in Einsatz kommt, habe ich auch sehr geil gefunden. Also das ist irgendwie... Sehr, ich glaube, was du meinst, Phil, ist eben, das ist wirklich so das Problem bei Greenscreen. Also ich weiß genau, welche Szene du meinst, wo sie dort aufs Dach quasi rauskommen, so im grellen Licht, ich weiß nicht, ob es Morgen oder Abendlicht ist, und du siehst im Hintergrund die Ruinen von der Stadt, die Gebäude, die gegeneinander. Und das ist mega oft das Problem bei Greenscreen. Wenn du das machst, dann bist du im Studio drin und das Licht innerhalb vom Studio funktioniert ganz anders als draussen. In der Szene sind sie eigentlich draussen. Aber Licht verhalten sich draussen anders als im Studio. Im Studio hast du so hartes Licht, so klares Licht. So, du siehst, wie so ihre Gesichter, ihre Köpfe, alles. Es ist irgendwie so viel zu sauberes Licht. Mhm. Und das passt nicht eigentlich zu der Umgebung, die es dir zeigt. Und in deinem Hirn geht etwas ab, wo irgendetwas stimmt da nicht. Oder es ist irgendwie so, es ist nicht ganz perfekt, es ist nicht ganz richtig, weil dein Hirn unbewusst checkt genau. Und das ist wirklich das Licht, das sehr oft, es ist nicht die Qualität vom CGI im Hintergrund, oder? Sondern es ist wirklich so das Licht, das nicht ganz stimmt mit dem, was eigentlich sein soll. Und dann hat es in dieser Folge, hast du offensichtlich eigentlich nicht im Studio, sondern sie sind wirklich draussen am Drehen und haben halt dort dann mit CGI Sachen dort eingefügt, aber das Licht ist echt, es ist nicht Studiolicht, es ist nicht Lampenlicht, es ist nicht Zeugs, es ist echt. Und das macht in deinem Hirn, dann ist das viel ein homogeneres Bild von dem, was eigentlich die Realität ist. Darum macht dein Hirn dann bei diesen Szenen weniger, das stimmt etwas nicht, sondern du denkst einfach, wow, oder ist das verdammt gut gemacht da. Das merkst du, das ist so eine Sache mit Greenscreen, wo ich merke, oder sehr oft hast du bei Filmen die Szenen, so, wo du einfach sagst, da merkst du, dass es Greenscreen ist. Und du könntest nicht mal genau sagen, warum, aber es ist im Fall mega oft das Licht. Das glaube ich sofort, ja. so habe ich mir aufgeschrieben, die haben wieder so ein bisschen, ich glaube, die versuchen eben, das zu etablieren, solche die Beziehung zwischen denen und immer, das hat Lust, mit dummen Dad-Jokes, was sie da die ganze Zeit bringt, haben sie einfach irgendwie die Dinge so ein Witzbuch, wo sie das, einfach blöde Witze erzählt. Das habe ich sehr geil gefunden, das habe ich auch schon im Spiel super gefunden, dort packt es ja plötzlich aus und es waren dort optionale Konversationen gewesen, die du hast können führen mit ihr, entweder hast du sie können anhören oder nicht und hier ist keine andere Wahl und das finde ich geil, das ist am Anfang machen und dann am Schluss, wenn du siehst, hey, die Beziehung zwischen ihnen ist weitergekommen, wie der Joel am Anfang und am Schluss reagiert zu diesen blöden Witzen. Es ist noch so ein schöner Bogen, der geschlossen wird, die ganze Episode. Total. Ich habe vielleicht den Eindruck gehabt in dieser Folge, ich sehe jetzt, ständig spielt es mir wieder irgendwo die Szene aus dem Game in Social Media. Ja. Und ich finde, wenn ich jetzt die Amix schaue, das wirkt so wie ein Game-Charakter im Game. Also hast du irgendwie, dass mir beim Spielen selber nicht den Eindruck gehabt, oder du spielst halt das Game und du nimmst, wie es ist. Aber jetzt so im Kontrast, einfach weil du die Serie schaust, ich finde, sie kommen mir viel menschlicher rüber. Und beim anderen kommen sie mir viel, viel mehr wie, sie sind auch Game-Figuren. Also in der Zwischensequenz jetzt, oder was? Oder einfach im Game, ja, sie sind einfach immer, meistens sind sie vermutlich ein bisschen ähnliche Ausschnitte wie jetzt
wo es jetzt geht. Und einfach irgendwie, was heißt irgendwie, sie sind ja super Schauspieler, die das auch machen, aber die wirken, finde ich, viel weniger authentisch wie die. Die sind für mich jetzt irgendwie glaubhafter als Personen. Okay. Gerade irgendwie der, zum Beispiel bei dieser Szene, wo er dann nachher kommt, sie fahren ja dann irgendwie, müssen einen Umweg machen, weil das Tunnel blockiert ist und kommen dann in die Stadt rein und das ist natürlich ein Hinterhalt, oder? Und den habe ich übrigens mega geil gefunden, weil der so ein bisschen geil geschnitten, da geht einfach, es ist gerade fürsch gegangen, nicht irgendwie noch zwischengeplänkelt, sondern einfach eigentlich kommt da, steht plötzlich in den Weg rein, er merkt, da steht er schon fallen, durchfahren, plötzlich schiesst es oben und so. Und auch quasi Ace zu Ace aus dem Spiel übernommen, so die Sequenz. Also es ist wirklich, der Crash ist in auch irgendwo in ein Gebäude rein. Es ist wirklich, wenn du es nebeneinander anschaust, ist schon so eine von diesen Szenen, die für die Fans von den Games gemacht wurden. So. Das ist auch recht geil. Ich habe das Game nicht gespielt. Also, und da habe ich ja gedacht, so, okay, das ist jetzt sehr game-mäßig. Also, da habe ich mir wieder vorstellen, woher es kommt, ohne dass ich es gespielt habe. Ja, lustig. Aber ich habe dann diese Szene, eben, erstens den Kampf habe ich sehr geil gefunden, weil es einfach, er schiesst den einen runter und der andere geht dann irgendwie zu seinem Kollegen hin, du Wichser und so, ist irgendwie das Ding umgebracht. Natürlich auch in den Games ist das ja auch so, aber das wirkt auch irgendwie ein bisschen glaubhafter. Also, halt irgendwie, die sind ja keine Roboter, oder? Ja. Du hast da einen Kollegen verschossen. Und das geht ja noch weiter. Was ich noch cool gefunden habe an dieser Szene in den Games, ich habe schon ein paar Leute geschrieben gesehen, die gefunden haben, ja, aber im Game ist das eine riesen Action-Sequenz, da kämpfst du gegen mega viel, das ist jetzt da halt ein bisschen abgespeckt, weil es eine Serie ist und sie nicht so Budget haben, das ist ja nur zwei oder drei. Und ich habe gefunden, nein, das macht's, das, ich glaube, das ist ganz bewusst so entschieden worden, das macht es realistisch, weil in einem Game ist es normal, du ist es einfach gegeben, du bist eine Ein-Mann-Armee, du kämpfst dich durch 10, 15 Leute durch, wenn dich einer trifft, dann versteckst du schnell hinter einem Pfosten, nimmst das Medipack, ist gut, machst weiter. Das geht in einer Serie nicht. Wenn du angeschossen wirst in der Serie, das muss Konsequenzen haben. Wenn der Joel eine Schusswunde hat, dann hat er die für die Rest der Serie, dann hat er, kann er nicht voll, einfach unverwundbar sein. Und das funktioniert nicht, wenn du gegen 10, also wenn du dann gegen 10, 15 Leute à la Jack Bauer dich durchballerst und nichts davon mitnimmst, dann nimmst du auch die ganze Gefahr von der Situation. Das ist wie so Plot Armor. Das macht es einfach nicht realistisch. Das Spiel ist viel realistischer, dass er zwei Gegner hat zuerst, der dritte ist ja versteckt sich noch, der hat ihn dann auch noch fast. Also das, dann wirkt er einfach, du weißt, er wird jetzt nicht sterben, wir sind in der 5. Folge. Sorry, falls ich gespoilert habe, aber es ist wie bei Harry Potter, wir sind in der 5. Folge. Er wird jetzt nicht in der 5. Folge sterben und so, oder? Also das ist ja wie so der Hauptcharakter. Und dann macht es einfach Sinn, dass es nicht eine 10-15-Mann-Armee da ihm entgegenstellt, sondern dass er halt einfach weniger Gegner kämpft. Ich sage es längt ja. Also der Impact von diesem Kampf ist ja, also du spürst es vor allem eben bei dem letzten, wo er noch vorkommt, wo er Ellie mit der Waffe muss anschiessen, die sie ja mitgeschmuggelt hat von Bill und Franks Haus. Ja. Das ist ein mega Impact, eben weil es gibt so wenig sie und jeder Tod sozusagen, alles was sie machen, zählt wie viel mehr, weil es eben nicht tausende von Gegnern sind, die du abmetzelst, sondern nur drei, die sich halt auch wie echte Menschen verhalten. Ich habe das auch mega schlimm gefunden, wo der Joel Areli gesagt hat, hey, gang wieder in die Wange rein, ich muss das jetzt machen, oder? Und er schreit dann nach seiner Mutter. Es ist wirklich so, es ist... Ja, und du hörst schon zum Zuhören gewesen. So. Du hörst keinen Schuss, weil Munition sparen und so. Genau, mit dem Messer runter. Du musst halt mit dem Messer, ja. Ja. Habe ich auch gut gefunden. Übrigens so. Dort habe ich einen Verdacht im Fall, dass die Mutter, das kann uns vielleicht gerade zum nächsten Punkt führen, dass die Mutter die Anführerin von der Wounded People ist. Die Catherine. Ich habe noch einen Schritt zurück wegen Games. Ich glaube eben auch, oder ich würde es aber sehr gerne mal sehen, wenn das in den Games eben auch so wäre. Das ist das, was ich habe das zum Teil wirklich mehr funktioniert, die Training Dynamics nicht, je ernster das Game ist, dass du genau die Ein-Mann-Armee bist, du 500 Leute umbringst im Game, das ist einfach beknackt. Ich fände es mal geil, wenn sich jemand wirklich so etwas getrauen würde. Und dann hat es einen Impact, wie eben hier jetzt, oder? Mhm. Aber ja, genau. Dann wächst es eigentlich auch nach dieser Szene in die, zu denen, was sind sie für eine Gemeinschaft? Das sagen sie irgendwo. People. Sie sagen einfach, also der Joel, Ellie fragt ihn ja, was sind, sie sind keine Fireflies, sie sind keine Fedra, was sind sie dann? Und er sagt, People.
oder? Also Mensch, das ist ja schon ein kleines Thema von der ganzen Aufbau von dieser Episode gewesen. Was ist das Gefährlichste eigentlich in dieser Welt? Es sind nicht Zombies, es sind Menschen. Yes. Die Menschen zu Sachen fähig sind. Was aber neu ist in der Serie, ist, dass die kommen ja auch, die Gruppierungen, die haben offenbar ein QZ von, oder das QZ von der Fedra übernommen. Sie sind aber selber keine Fireflies. In den Games aber siehst du nie ihre Perspektive. Das ist neu, dass wir da einen Charakter eingeführt haben, extra für die Serie, die Kathleen eingeführt, die ein bisschen diesen Menschen ein Gesicht geben und uns sagen, warum sind die so drauf? Warum, ja, sie machen halt, was nötig ist, zum Überleben. Es ist eine postapokalyptische Welt. Ich glaube, ihr habt da ein paar Sachen aufgeschrieben zu der Kathleen. Ja, ich habe... Also ich habe, ja, dort hatte ich ein paar Sachen gehabt. Einerseits, also ich kenne die von Two and a Half Men, weil sie dort die Stalkerin ist. Das hat mich so gedacht, ich auch... gewusst, ich kenne die von irgendwo, ja. Aber ja. Ich bin nicht drauf gekommen. Ich kann es mir sogar anschauen. Two and a Half Men, klar, ja, logisch. Ja. Die hat mich nicht so überzeugt, die ist mir irgendwie nicht... Weil es wirkt auch wie so eine ziemlich so militarisierte Gruppierung, ziemlich viele Leute sind es dort. Dann erstens machen sie ein riesen Theater ab diesen zwei Leuten, und wo ich aber gefunden habe, natürlich, die kennst du, schießt dich an, dass die, deine Kollegen gestorben sind. Aber sie tun so, als wäre es noch nie passiert. Und wenn ihr hier Hinterhalt planen, dann ist doch garantiert mal jemand gestorben. Und sie machen das so, als wäre das... Das habe ich irgendwie einfach unglaubwürdig gefunden. Und dann ist sie für mich irgendwie... In gewissen Szenen geht es, aber sie hat wie so, wie sie sich bewegt und so. Und wie sie dann amigs schaut und zum Teil redet. Ist sie einfach irgendwie wirkt die mir nicht... glaubhaft für so eine Anführerin von charismatisch. Sie wirkt so unsicher, aber ich habe das Gefühl, das ist bis zu einem gewissen Grad auch bewusst so gemacht, habe ich das Gefühl. Ich habe das Gefühl, du sollst dir nicht sicher sein, wieso ist die dort, wieso ist die Anführerin, vor allem mit dem Kontrast noch der Typ, weiß nicht, wie der Case hat, mit dem riesen Bart. Dem Bart, Harry. Das ist doch der Anführer, ja. Oder? Irgendwie. Das ist der Anführer von so einer Gruppe, so stellst du dir einen vor. Übrigens, der ist gespielt vom Jeffrey Pierce, der in den Games der Tommy spielt, am Joel's Brüder. Ah, cool. Darum, falls dir die Stimme irgendwie bekannt ist vorkommt, das ist von dort. Aber ich finde eben, der Kontrast irgendwie noch lustig, und ich habe das Gefühl, es wird schon auf irgendetwas rauslaufen. Und eben das, was du gesagt hast, wieso machen sie so ein Drama wegen zwei Leuten und so eine riesen Suchaktion? Da muss irgendetwas passiert sein, und jetzt gewiss wird dann nochmal so ein bisschen erklärt und exploriert in der nächsten Episode, und wenn nicht, dann würde ich es rückblickend auch ein bisschen komisch finden. So. Also, aber die zwei Toten, das sind die, die er umgebracht hat, das sind die, oder? Ja. Die zwei Toten, die sie dort findet, sind die, die er umgebracht hat. Ah, ja, genau. Ich meine, zwei Personen wegen Sam und Henry, die sie suchen, das habe ich gemeint. Genau, und die selber haben wahrscheinlich ihren Bruder doch auf dem Gewissen irgendwie direkt oder indirekt, so wie es tönt. Oder? Also ich finde, sie spielt es eigentlich recht gut. Ich finde sie, ich habe ein bisschen andere Meinung, ich finde sie recht gut und recht glaubhaft. Es ist halt, ich glaube, es ist ein bisschen das Problem, weil man sie eben als Rose kennt, dass das immer noch so ein bisschen im Kopf drin hast, und das vergessen finde ich noch schwierig. Und sie hat aber ein bisschen eine ähnliche Rolle hat sie schon, oder? Weil Rose ist ja so ein bisschen Stalkerin und so gewesen, dort in Two and a Half Men. Und so vorne sehr nett, aber dann irgendwie hinten durch eine schwierige Person. Und das ist da, finde ich, ein bisschen ähnlich. Sie ist ja sehr... hat irgendwie ein recht ruhiges oder ein nettes Auftreten oder so ein unschuldiges bisschen und ist aber, völlig rücksichtslos und eiskalt dann zum Teil, oder? und verbittert irgendwie. Und ich finde, das spielt sie eigentlich recht gut, und das macht sie auch für mich sehr, sehr unangenehme Person so und irgendwie eine ganz gefährliche Person. Wo halt man kann sie nicht einschätzen. Ja, man kann sie nicht einschätzen, genau. Das finde ich auch super. Ja. Ja. Mich hat es eben so gespielt gewirkt. Ja, ich bin ein bisschen bei euch beiden. Also sie als Charakter gefällt mir, aber ich bin auch ein bisschen beim Phil, so, sie wirkt auf mich nicht charismatisch genug, um so eine Gruppe in der Apokalypse, also weißt du, dass sich Leute irre würden anschliessen in so einer Apokalypse. Okay, ja. Das wirkt mir ein bisschen noch unglaubwürdig für den Moment, aber das kann sich ja noch ändern. Sie, wie gesagt, ist auf der Suche nach dem Henry und dem Sam, die offenbar irgendetwas verbrochen haben, ihre Brüder umgebracht haben, war irgendwie irgendeinem Zusammenhang. Und eben mein Verdacht ist, dass die einen von diesen zwei Toten irgendwie vielleicht auch nochmal ihr Sohn ist oder so, weil der andere schreit ja nach der Mami und sie dreht halb durch, nachdem sie den sieht am Boden. Aber das ist vielleicht einfach wieder ich und ich versuche überall irgendwelche Theorien aufzustellen. Ja, das Detail, das ich mir auch noch aufgeschrieben habe, ist da,
Ich glaube, das ist wirklich, weil wenn der Rest so gut gemacht ist, dann fallen die kleinen die Ungereimtheiten auf. Sie gehen nachher die Stadt raiden. Sie finden, die müssen wir jetzt finden. Sie gehen raiden. Sorry, das ist eine riesige Stadt. Wie viele Leute können ihr sein? Das ist einfach, da würde man gar nicht erst anfangen. Das ist einfach absurd. Das ist einfach, wieso? Wieso? Das ist einfach doof. Und das hat ja zu gar nichts geführt. Darum, ja, egal. Aber sonst, es führt zu meiner Meinung nach dem stärksten Part von der Episode, nämlich die Szene zwischen Joel und Ellie, wo es eben mal wirklich jetzt ein bisschen ums Bonden geht. Also er, wo sich auch ein bisschen Musik steht, er ist auf sie angewiesen. Auch auf ihre Fähigkeit eben doch den Abzug zu drücken. Auch wenn er das eigentlich nicht will, weil sie ist ein Kind und es ist unfair, dass sie das muss durchmachen muss, dann findet er aber heraus, sie hat das auch schon gemacht. Also sie ist nicht mehr ganz so unschuldig und naiv, wie er gedacht hat. Das kommt dabei raus. Und ja, wenn man halt die Welt ist, wie sie ist, und er ist auf sie angewiesen, und statt dass er ihr einfach die ganze verbieteten Pistolen zu benutzen, bringt er ihre Liebe bei, wie man es richtig macht. Und das sind alles so wirklich mega gut gespielte Momente zwischen den beiden, wo mit ganz wenig ganz viel gesagt wird. Und das gefällt mir mega gut. Er hat super gefunden, wie emotional verkrüppelt er ist und nicht darüber kann reden, was jetzt passiert ist und dass es ihm leid tut. Er kann es einfach nicht ausdrücken. Aber nachher im Moment, wo er ihr die Waffe zeigt oder wie dass man die hat, blüht er plötzlich auch selber auf und erklärt ihr, wie es funktioniert und so. Und der Moment, wo er ihr probiert, die Waffe wegzuziehen, zu mir demonstrieren, dass der Griff wirklich hält, wo sie dann auch lacht und es cool findet. Das ist wirklich so ein Vater-Tochter-Moment irgendwie, oder? Wo er ihr etwas zeigt, ihr etwas beibringt, wo sie, glaube ich, ihre Beziehung schon noch recht weitergebracht hat. Und ich glaube, es war in dieser Szene oder in einer später, erwähnte Joel ja auch noch, dass er früher mit der Tess und mit seinem Bruder auf der gleichen Seite war, wie die Leute, die sie jetzt kennengelernt haben, die sie haben umbringen wollten. Also dass sie auch irgendwo in einer Stadt gelebt haben und andere Leute ausgeraubt haben und getötet haben, um zu überleben. Das habe ich auch ein spannendes Detail gefunden, um so ein bisschen seine Hintergrundgeschichte nochmal zu kontextualisieren und zu zeigen, hey, aber er ist nicht der Hero, er ist echt ein gefährlicher Mensch. Und er ist genauso böse. Oder böse ist relativ in dieser Welt. Es hat jeder kämpft ums Überleben irgendwie. Mega. Ja. Genau. Nein, aber das ist genau, ich glaube, die Szene ist vor allem, die ich gefunden habe. Da wirken sie so viel menschlicher wie die Figuren in den Games. Das ist einfach, eben, das wirkt weniger gespielt irgendwie, sondern aber ich glaube, er spielt einfach sehr gut. Ja. Oder? Ja. Also beide, aber ja. Beide. Ja, so schnell kann ich mir empfehlen. Ja, nachher geht es weiter ins Hochhaus, wo auch eben der Bogen zugemacht wird mit den Dad-Jokes, wo fantastisch ist, auch das Detail mit, dass er auf dem rechten Ohr nicht gut hört. Ja, das habe ich nicht gecheckt. Wieso? Ja, er hat ja mal, ich glaube, das Episode 3 gewesen am Anfang, hat sie ihn ja gefragt, was ist das für eine Narbe bei dir im Gesicht, beim rechten Ohr. Und er hat gesagt, hat mal jemand ihn versucht anzuschiessen. Und dann ist er rausgekommen, dass er... Hat sie auch gemerkt, nachher, immer wenn sie ihn angeredet hat, von der rechten Seite her, hat er nie sofort reagiert. Und auch wenn er schläft immer auf dem linken Ohr, auf dem rechten Ohr liegt er ja drauf, weil sie schliesst daraus, er gehört nicht gut auf dem rechten Ohr, er gehört eigentlich nur auf dem linken Ohr. Und tatsächlich in der Szene, wo er dann, er tut ja die Scherben auslegen, um nicht überrascht zu werden, und dann wird er doch überrascht. Aber wenn du genau anschaust, hat er sich im Schlaf gedreht. In dem Moment, wo sie ihn aufwecken, liegt er auf dem linken Ohr und auf dem rechten gehört er ja nicht. Das sind auch noch coole Details. Ja, weil ich habe mich gefragt, warum es nicht funktioniert hat und einfach gedacht, hat halt pennt. ich meine, das ist ja streng. Ist halt müde, Tag. Ja. 33 Stück sind sie aufgelaufen, oder? 34? 33. Okay. Dass sie es nicht besser mögen als er, habe ich auch gefunden, wieso? Das war nicht realistisch. Was? Das? Er hat ja mehr Mühe gehabt, als sie durchzulaufen, habe ich gefunden. Ich meine, aber der hat ja sicher mehr körperliche Aktivität. Aber er ist irgendwie 56 Jahre. Und? 56 Years, keine Ahnung was, hat er da irgendwie. Kind ist dann voll streng. Mit größeren Schritt machen. Das weißt du als Vater besser als mir. Ich bin nicht so alt, aber ja. Hey, aber kann sie auch die Episode, haben wir gar keine Infected gesehen? Also null? Nein. Nur andeutet. Ja, die nur andeutet unter dem Boden da, oder? Ja, genau. Ja. Okay, ein bisschen etwas gehört, aber gesehen Spur. Haben wir nichts. Ja. Ja, gut. Das wird auch nächste Woche explodieren. Mhm.
Ich weiß auch gar nicht, wer die zwei sind, also beziehungsweise ich weiß es nur noch so ungefähr, aber eben, darum, das ist echt gut für mich. Das, ich glaube, jetzt die nächste Episode wird uns wieder das Herz aus dem Leib reissen. Aha, Sam und Henry, weißt du nicht, wer das sind, oder was? Ja, nein, ich meine, ich weiss schon ungefähr, die sind Dinge vorgekommen im Game, aber ich kann mich da nicht mehr erinnern. Finde ich einen von den schlimmsten Parts. auf die freue ich mich auch nicht unbedingt. Ich freue mich auf die nächste Episode, sagen wir mal so. Ihr findet ja alle schon gespoilert vom Game, das ist eigentlich... Ja, das ist einfach alles vergessen, darum ist es auch easy. Super, aber man weiss ja, du schlussendlich stirbst, das ist wie Game of Thrones, da stirbt einfach jeder. Ja, ja, okay. Es gibt keine Hoffnung in der Welt, alles tot. Nur für den Frank und Bill ist... aber trotzdem gibt es wie genug für mich Detours jetzt, wo du irgendwie nicht weißt, was wird passieren. Es hat mich jetzt gleich genug oft überrascht, dass es aber das wie wert ist, die Geschichte neu zu erzählen, finde ich. Das stimmt. Vielleicht absolut. Kommt jetzt einfach völlig eine andere Folge. Ja. Ja. Ich meine, die ganze Bill und Frank Story ist ja das wirklich sowieso, ja. Also fast komplett anders. Also in der Essenz gleich, aber erzählt ganz anders als in den Games. Genau. Nicht ganz anders ist in die nächste Folge von dem Podcast. Nein, das stimmt gar nicht. Auch die wird anders. Ja, ich dabei bin. Du bist weg, du bist weg. Das, ich habe gespoilert, das wäre ein Twist gewesen. Das wäre jetzt ein Twist gewesen. Ich bin auch wieder für die nächste Woche und darum... und einen alten Bekannten. Und man weiß nicht, in welche Richtung das wird gehen. Kann das ist ein Spoiler. Darum sage ich danke fürs Mitmachen und danke fürs Zuhören. Und bis für mich in zwei Wochen, für euch in einer Woche. Tschüss miteinander. Ciao, tschüss.